Gut. So, herzlich willkommen zu Chassis TV. Heute Guten wieder Tag. live aus Willingen. Mein Name ist Felix Graf. Heute darf ich in die Rolle des Moderators schlüpfen. Neben mir Arthur Yusupov, deutsche Guten Tag. Schachlegende, Großmeister. Ich glaube, da muss ich niemanden vorstellen. Und ich würde vorschlagen, wir springen direkt in die Partien, Arthur. Genau. Ich glaube, schon angefangen Partie Jankelevich Lampert, ja? Lev gegen Jonas. Genau. Das scheint ganz wichtige Partie zu sein. Lev hat sich gestern gerettet, ja, eine schwierige Partie gegen Spartak. Ja. Genau, wir hatten dieses Damen-Endspiel analysiert, da hat sich Lev gerettet in Remis. Es ist das Verfolgerduell, glaube ich, aber es sind natürlich die Nummer 1 und 2 der Setzliste, also Jonas ist Platz 1, Lev Platz 2, insofern natürlich sehr spannendes Duell. Und wir gucken in die Partie. Kommt hier Slawisch aufs Brett, drittens D schlägt C4. Glaube ich, auch die prinzipielle Variante gegen Springer C3. Gut, kann man natürlich alles spielen. Ja. Diese Variante ist jetzt etwas populärer geworden. Schwarz hat einige Ressourcen gefunden und wir spielen sehr, sehr scharfe Variante. Ja, ja, wir kommt sehen das sofort ja auch. Etwas los, ja. A4. Ja, das prinzipielle Zug, ja. Man muss diese Bauernkette angreifen und jetzt nach dem Zug B4, die dann auch jetzt erzwungen praktisch für Schwarz. Hat Weiß, glaube ich, alle Züge probiert. Da gibt es keine endgültige Urteil, was ist besser. Ich denke auch, ja. Springer A2 wurde hier schon gespielt, Springer B1, wie es in der Partie kommt, Springer E2. Springer E2, ja. Mein Lieblingszug im Moment, Springer E2, damit dieser Springer dann später nach G3 kommt und einigermaßen vernünftig steht. Ja, weil das Problem mit dem Zug Springer A2, das weiß relativ schnell die Bauern zurückerobert, aber dann steht Springer für lange Zeit isoliert auf A2. Man braucht viel Zeit, um diese Springer zu überführen. Möglicherweise nach B3 über C1 und genau. Man sieht, das dauert dann schon eine Weile. Auf jeden Fall, ja. Und dann Schwarz hat dann Gegenspiel in dieser Zeit natürlich. Und Springer B1 hat weniger Nachteile als Springer A2 aus Position von Springer betrifft, aber jetzt die Bauern B4 ist nicht angegriffen, das kann Schwarz nutzen, ja, und Schwarz spielt Läufer A6, ich denke, die beiden spielen sehr schnell, da muss eine Theorie sein. Das ist ganz bestimmt eine Theorie. Ja, das muss eine Theorie-Variante sein. Damit C2 sehen wir hier. Logisch greift den Bauern wieder an. Ja, ja. Und wenn dann sofort gespringt D2, dann wäre wahrscheinlich C3 möglich. Ja. Ich denke, das ist Theorie auch. Also ja. Ich denke auch, dass ich die Variante schon mal gesehen habe. B schlägt C3, B schlägt C3. Ich denke, sowas wie Springer C4 oder Springer B1 gibt es auch meines Wissens in der Stellung. Ja. Und also dieses Hin- und Herziehen. Weiß es etwas unterentwickelt jetzt zur Zeit, aber wenn er dann die Bauern zurückerobert, steht er etwas besser wegen guter Bauernstruktur im Zentrum. Ja, das ist dann die Spannung, ja, in der Eröffnung. Aha, diese Dame C2 ist übrigens ist auch ein Bauernopfer, ja, auf D4, aber Weiß kann dann schnell mit Springer F3 wahrscheinlich die Dame wegjagen, ja, und so seine Entwicklung beschleunigen. Ja, und dann gut, dann in dieser Situation ein Minusbauen ist nicht wichtig. Ja, wichtig ist gute Entwicklung, weil er hat Angriffmöglichkeiten auf Bauern B4 und C6 und einfach schon klar ausreichende Kompensation, auch wenn nichts anderes passiert. Ja. Ja, definitiv. Man sieht auch, Schwarz kommt hier, also tut sich hier auch weiterhin schwer, sich zu entwickeln, gerade den Damenflügel zu befreien, ohne den Bauern zu verlieren. Das sieht sehr gut aus für Weiß. Ja, ja, deswegen verzichtet Schwarz von Bauerngewinn und einfach entwickelt die Figuren. Indirekt versucht er dann C4 zu schützen, weil er Bauern E4 auch angegriffen hat. Genau, also auf Läufer schlägt C4, Schwarz hier einfach tauschen, Springer schlägt E4, er wird den Bauern zurückgewinnen. Ja, diese zentrale Bauern natürlich ist ziemlich wichtig, weil es ist eine von diesen großen zwei, was weiß, aufgebaut hat. Ja. D4 und B4 ist wahrscheinlich keine gute Idee wegen E5, oder was denkst du hier, wenn Weiß sich einfach bedient? E5, Dame B7 muss man rechnen, ja, weil der Schwarz kann natürlich auch Dame schlägt D4 ausprobieren. Das ja, wären ganz scharfe Varianten, ja. Ja, das ist einfach spannende Variante und
Weil es hat, glaube ich. Erstmal einen glatten Turm mehr. Ja, aber gefährliche Stellung. Ja. Ob das gut für Weiß geht, ja, das kann man zweifeln. Das wäre natürlich ein schönes Ende. Ja, nee. Auf jeden Fall will Weiß verständlicherweise nicht auf solche Abenteuer. Und ich glaube schon, Thierry hat sich dann schon irgendwie durchgesetzt, vernünftig. Ja. Wir spielen schnell, Springer D2. Springer D2, das ist auch alles noch schnell gespielt insofern. Ja, es muss dann eine bewahrte Pfad sein. Ja. Ja. E6, genau, das sieht sehr vernünftig. Wir sehen dann Vorteile von Zugspringer B1 im Vergleich zum Zugspringer A2. Der Springer deutlich leichter zu entwickeln jetzt in dieser Variante. Jetzt muss Schwarz etwas Besonderes machen, weil sonst steht Weiß einfach angenehmer, ja, durch starkes Zentrum. Und Bauern B3 wird hängen. Deswegen kommt diese Dame B6. Auch immer noch sehr schnell gespielt? Ja, so das muss ein leuchtendes Beispiel sein von jemandem. Ja. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich noch eine Vorbereitung von Jonas. Ja. Denn Lev hat hier auch angefangen zu überlegen. Also hat hier jetzt zum ersten Mal Zeit investiert. Ist hier zu A5 entschieden. Die Frage ist, vermutlich droht Schwarz hier Läufer B4 natürlich zu spielen. Ja. Was sollte man dagegen mit Weiß unternehmen? Ich sehe hier eigentlich keine bessere Option, als tatsächlich den B3-Bauern zu tauschen gegen den E4-Bauern. Und da wollte er A5 zuerst anschalten. Genau, ich denke, er wollte A5 einschalten. Und wird dann eigentlich als vernünftig bald erscheinen, ja, weil nach Abtausch damals schlägt, ja, man sieht, Läufer B4 war gespielt. Man sieht, dass schon jetzt vielleicht kann Weiß Feld A4 benutzen, ne, für Turm. Ja, deswegen war dann diese Anschaltung möglicherweise sehr wichtig für Weiß. Sonst hätte er dann hier ohne Spiel geblieben. Ja. So geht es noch. Ja. Allerdings steht Schwarz enorm aktiv. Ja, jetzt hängt Bauern auf E4. Ja. Genau, also Bauer auf E4 hängt. Läufer D1 ist tatsächlich ein sehr überraschender Zug, wie ich finde. Dass man nicht sofort versteht. Diesen, ja, Zug verstehe ich auch nicht sofort, ja. Will er Läufer E2 spielen, aber diese Überführung kostet Zeit. Ja? Kostet sehr viel Zeit, ja. Gerade in der Stellung hätte ich eigentlich auch erwartet, vielleicht zum Zug wie F3 oder Turm A4, wie du schon angesprochen hast, um zumindest das Läuferpaar zu erobern. Das Problem ist natürlich, dass Bauern eigentlich auf E4 schon hängt. Ja? Der Schwarz will. Genau. Er steht zwar im Moment mit Minusbauern, aber will jetzt schnell Status Quo zu etablieren. Vielleicht können wir auch. Wäre das eine Option gewesen, den Bauern zu opfern? Ja, wenn du opfern willst, dann wäre das eine Option. Ich hoffe hier auf diesen Läufer B4, das Läuferpaar vielleicht. Ja, obwohl meine Figuren sehr unkoordiniert stehen. Ja. Macht schwarze Stellung eigentlich sehr, sehr solide Eindruck. Das für solche Situationen wichtig, dass Springer einige Felder bekommen. Und hier Feld D5 wunderbar prädestiniert für einen Springer. Genau, ja. Deswegen dann ist dieser Faktor vielleicht nicht so dramatisch. Der natürlichste Zug wäre F3, ja? Einfach die Bauern zu schützen. Ja, ja. Aber hat etwas hier nicht gefallen, vielleicht C5, vielleicht fängt Schwarz sofort dann die Initiative zu entwickeln, dann schließend Springer C6, eventuell Landgeroschade. Ja? Da kann relativ schnell gehen. Ja. Die Bauern spielen jetzt unter geordneter Rolle im Moment. Ja. Initiative, Springer kann über E5 nach D3 kommen. Das ist eine mächtige Initiative. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich für Weiß aus. Auf jeden Fall war das der Grund für diese sehr überraschende Zugläufer D1. Es ist aber kein so gutes Zeichen für Weiß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich gelungen ist für Weiß, oder? Also, und dann etwas schief gelaufen. Wenn man im 14. Zug alle Figuren auf der Grundreihe zurückentwickelt hat, außer diesem Springer hier, das sieht nicht gesund aus. Und der Schwarze schlägt hier interessanterweise auch gar nicht auf E4. Ja, das wäre dann eigentlich ganz sicherer Weg, ja, für Schwarz, einfach Bauern zu schlagen. Auch hier sollte Schwarz mindestens ausgeglichen haben, oder? Ja, glaube ich auch. Gut, vielleicht die Idee von Lev war eigentlich Läufer F3 in diesem Moment zu spielen und so Druck auf die Diagonale zu haben. Ja.
Das müssen wir dann noch ein bisschen anwirken lassen, ja, diese Situation. Da wäre eher ausgeglichene Stellung, meiner Meinung nach. Schwarz hat Schwäche auf C6. Ja, er kann wegziehen, er kann... Vielleicht so eine Idee, Springer F6, Springer D5, um sich dann mit dem C5 zu befreien? Ja, das ist, sieht alles ziemlich solide aus. Ja. Aber dass er das nicht spielt, komisch. Ja, ja, aber also, C5 ist ein mutiger Zug, er will einfach weiterhin die Initiative haben. Er will sein Konzept auch mit Opfern ein bisschen weiter zu... Und das ist vielleicht auch schon gewissermaßen so eine Alles-oder-Nichts-Partie. Ich meine, die Leute müssen langsam anfangen zu punkten. Sind hier beide im Verfolgerfeld natürlich nur und ich weiß nicht, inwiefern beide mit einer Remis hier wirklich glücklich wären. Ja, aber man muss jetzt noch nicht alle Brücke sprengen, ja? Das ist dann noch einige Runden zu spielen, alles kann passieren. Das, gut, aber vielleicht in der Tat, die Verfolgergruppe ist ein bisschen nervös geworden, ja? Das kann sein, ja. Die wollen schon die Meisterschaft gewinnen. Ja. Aber ja, so C5 etwas riskanterer Zug, Läufe E2 ist defensiv angerichteter Zug. Ja. Aber das, ja, jetzt bekommt Weiß ein bisschen Zeit, ja, für Entwicklung. Jetzt kommt Turm A4, was wir genau dann vorher angesprochen hatten, dass genau. Diese Option jetzt gibt. Im Moment, ja, Schwarz hat jetzt genommen auf E2. Leider für Schwarz, er kann dann mit Springer C6 die Stellung nicht. Ich bin verrutscht kurz in der Partie, ich wollte nur aktualisieren. Mhm. Ich wollte dich nicht aufhalten. Hier gibt es schon ein paar Züge. Es gibt noch ein paar Züge nämlich. Ja. Okay, schauen wir das an. Kam König liegt E2. Turm B4 wäre auch wieder eine interessante Turm Idee. Turm B4 wäre möglich, aber das können wir kurz gucken, weil scheint, dass Schwarz mehr als genug hat. Ja? Okay. Da kommt jetzt Springer C6. Wieder, die Bauern spielt gar keine Rolle im Moment, weil sie es nicht entwickelt. Ja. Um das mal deutlich zu machen, alle schwarzen Figuren sind draußen, ja, die weißen Leichtfiguren. Das könnte sehr schnell schief gehen. Auch nach Damen Abtausch, trotzdem kann Schwarz starke Initiative hier oben, Springer B4, Springer E5 und solche Optionen, dann Turm nach C8, Turm nach D8. Könnte sehr schnell brenzlig sein. Deswegen wird das nicht gespielt. Jetzt schauen wir mal. König schlägt E2, Springer C6, deckt den Läufer. Springer F3 und jetzt, wie du vorhin angekündigt hast, lange Rochade. Lange Rochade, ja. Schwarz hat zwar keine Bauern mehr am Flügel, aber der Weiß ist noch weit davon entfernt, natürlich diesen König anzugreifen. Und der König steht hier wahrscheinlich ganz gut auf die lange Sicht gegen die Bauern gerichtet. Steht ohne Problem. Weiß muss jetzt Problem D4, D3 irgendwie lösen, aber wie? König zu blockieren, dann kommt Springer D7 und Springer C5, ja. Mhm. Also das ist jetzt gar nicht so einfach. Ja. Weißspieler hat sich jetzt zu Turm D1 entschieden, möchte ja. D3 zulassen, dann und König nach F1 König zurückziehen. Wahrscheinlich gab es nichts Besseres. Zumindest ist der Turm danach entwickelt, aber... Ja, auf jeden Fall könnte Lev in Zug C5 nicht widerlegen. Ja. Nein, nein, nein. Und Jonas hat eine gute Stellung. Auf jeden Fall. Also ich würde hier immer Schwarz nehmen. Ja, ja. Schwarz die Frage wieder, weil Lev spielt sehr zäh, ja, ob das reicht, dann ja, Partie zu gewinnen. Aber das Schwarz hier im Vorteil, dann sind wir uns einig. Er kann dann schon Bauern gewinnen, ja? Auf A5 zum Beispiel. Ja? Das wäre schon eine Option für Schwarz. Aber vielleicht gibt es andere Wege. Wahrscheinlich würde der Weiße sich sogar freuen, wenn er ein bisschen Aktivität bekommt. Ja, genau. Oder? Dann weißt du, dann als Gegenleistung. Gegenopfer. Ja, ich hatte ein bisschen Aufatmung. Aber, vielleicht sogar Springer B3, oder? Ja, dann Läufe B6. B6. Läufer G5 oder sowas. Ja, zumindest sind die weißen Spieler ein bisschen im Spiel wieder drin. Ja, ja. Vielleicht sollte Schwarz gar nicht Zeit verlieren auf diese Bauern, sondern probieren, Initiative dann weiter zu pflegen. Die Frage wie, ja, das ist jetzt etwas komplizierter. Vielleicht kann man einfach schon die 7 spielen.
Das ist ein neue Kräfte sehr dann solider holen. Zug, ja, ein sehr Ja. solider Zug. Kann bestimmt nicht falsch sein. Allerdings in dieser Situation, jetzt haben wir keine Überführung dieser Springer D7, Springer C5 mehr. Ja. Das ist dann auch ein kleiner Nachteil. Von das ist der kleine Nachteil. Ich hatte gehofft, dass ich König D3 hier in der Stellung mit Springer G4 sehr gut kontern kann. Springer G4, der Punkt, ja. Gut, also in der Stellung König D3 vielleicht noch nicht gefährlich, aber ich vielleicht würde eine König Option. D3 sowieso dann keine gute Idee, denn, ja. Dann bleibt. Bleibt es so, Turm D7 scheint sehr plausibel zu sein. Besser gefällt uns besser als den Bauern zu nehmen, ja. Da kann man ein bisschen Initiative verlieren. Die Hauptproblem in solchen Situationen, man hat Initiative, ja, und es gibt immer die Chancen, diese Initiative in materielle Vorteile umzuwandeln. Aber die Frage, sollte man das jetzt tun oder noch weiter? Da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr genau, rausschlagen. Vielleicht kann man mehr rausholen aus der Stellung genau. Als nur ein Bauerchen, die dann nicht so wichtig. Wenn man schlägt die Bauern, verliert die Initiative, dann das dann ein bisschen kompliziert läuft. Ja, Turm D7, interessanter Zug. Wir schauen natürlich an, was bei dieser Partie noch weiter passiert. Nur vielleicht noch kurz, ich hatte auch die Idee, gerade Springer D7 wäre vielleicht auch direkt sehr interessant. Auch gut, aber dieser Zug hat Vorteile und Nachteile. Nachteil, dass wir jetzt E4 nicht im Visier haben, deswegen kann weiß Springer B3 ziehen. Springer B3 deckt das Feld C5. Deckt das Feld und ist bereit zu entwickeln. Ja, vermutlich, das kann ja. Okay. Also wir sind der Meinung, Schwarz steht definitiv besser. Ja, sollte ich sich hier vielleicht solide aber verhalten. Aber noch nicht so einfach. Aber ja, es ist noch die Vorteile, wir sehen diese Vorteile, man muss das sich noch irgendwie klar fixieren, damit genau. Dann gut. Kein Zweifel dann mehr besteht, ja, dann Schwarz besser steht. Schwarz muss noch ein paar kräftige Züge finden. Ich würde vorschlagen, wir ziehen zu einer anderen Partie genau, weiter. Genau, sollen wir vielleicht mal das Spitzenbrett in U18 noch angucken? Ja, wir haben mit dem Verfolgerduell angefangen. Mhm. Springen wir mal zu Brett 1 in der U18. Hier spielt ja der Xu Xian Yang wirklich ein sehr gutes Turnier bisher. Also wir haben auch war das gestern der Bauern geopfert hat in Sizilianisch? War das seine Partie? Oder? Wir haben seine Partie definitiv angeguckt. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber nein, das war dann. Drache-Partie vielleicht, ja? Das war die Drachenpartie? Wo Geschleck H5 war und Springer auf H5. Ja, richtig, das war die Partie. Da stand er auch ziemlich gut. Ja, wir hatten das Gefühl, Schwarz hat die Partie sehr unter Kontrolle. Und spielt er auch gut. Und wir gucken mal, also wie gesagt, er spielt bisher ein hervorragendes Turnier, obwohl er von der Elo her vielleicht nicht unbedingt Favorit auf den Titel war, führt das Turnier auch an. Und wir sehen hier Karo Kann. Und Abtauschvariante. Das ist alles Panov-Hauptvariante, oder? Panov-Angriff, ja. Also eine sehr scharfe Wahl eigentlich, ja, oder? Ja, das kann man schon sagen. Hier H6, ist das ein üblicher Zug? Weißt du das? Ich hatte etwas über die Stellung gewusst, aber es könnte ein wichtiger Zug sein, weil Schwarz relativ schnell das gespielt hat. Ja, ja natürlich, die sind beide noch in der Theorie ganz klar. Man sieht dann auch die nächste Entwicklung, ja, zum Beispiel Läufer H4, Dame schlägt D4. Die Entwicklung ist so, dass beide Läufer sind dann gegriffen. Vielleicht spielte das eine Rolle, so es kann jetzt nicht Dame E2 spielen oder etwas. Ja, wenn allgemein, ohne, allgemein auch der Läufer auf H4 natürlich weniger Optionen als auf G5, weil vielleicht mal noch Rückzugoptionen hatte. Aber ich denke, das ist einfach eine visierte Theorie. Es ist Theorie, forcierte Variante. Und ja, und auch hier, ob so, weiß wieder ein Bauern für die Initiative. Und so schnell, wie die dann beide spielen, muss das in der Tat Vorbereitung sein. Allerdings, jetzt passiert Folgendes. Ja, jetzt spielt Weiß relativ einfachen Entwicklungszug und Schwarz denkt 10 Minuten ist das gute Zeichen. Für mich nicht die gute Zeichen. Entweder hat er etwas verwechselt oder vergessen. Ich vermute auch, also ich denke, das Vorbereitungsduell hat hier Weiß gewonnen, vermutlich. Auch die nächsten Züge von Weiß kamen, wenn man das anguckt, sehr, sehr schnell. Also entsprechend ist es sicherlich Vorbereitung. Was könnte vielleicht eine andere Variante in dieser Stellung gewesen sein, worauf sich der Schwarze vielleicht konzentriert hat? Vielleicht Springer B5, ist das ein sinnvoller Zug hier? Das könnte sein. Möglicherweise Springer B5 als Option. Ja, könnte sein. Es gibt schon einige Optionen hier gibt's bestimmt für einige Optionen. Weiß. Ja.
Man kann dann, wenn man schon ein bisschen Kandidaten zu, kann man auch sogar Läufer G3 verstellen, kann man Läufer schlägt F6 noch überlegen, ob das Sinn macht. Ja. Ja, aber ja. Offensichtlich war das Springer F3, was Julius überrascht hat. Ja. Obwohl Zug ist eigentlich irgendwie naheliegend, ja, weil es entwickelt einfach alles. Ja. Und will, trotz Damentausch, das sollte uns nicht täuschen, gibt es noch genug hier Kraft, ja, um ein Mattangriff zu führen. Ja, zwei Türme, zwei Läufer, dann noch Springer dazu, das ist natürlich ein Macht. Das ist praktisch wie zwei Damen dann noch am Brett sind. Ja. Das ist genug Material. Ja, 10 Minuten nachzudenken, nichts Besseres gefunden als zu schlagen und momentane Reaktion von Weiß deutet, dass alles ist vorbereitet war. Ja. Wenn Läufer schlägt, F6 sofort kommt. Ich glaube, das so denkt gar nicht, ja, in dieser Partie. Denkt gar nicht in dieser Partie. Wir gucken mal, wie weit es noch weitergeht. Gf6, Läufer B5 Schach, kam ja auch wieder sofort. König E7, Springer D5 Schach. König D8, das ist sicherlich immer noch in der Vorbereitung entsprechend drin. G schlägt F3 kam jetzt. Ja, diese Stellung sieht natürlich sehr, sehr gefährlich für Schwarz, weil König in der Mitte bleibt, ja, und ganz gefährlich. Ne, ganz gefährliche Situation. Wie soll man die Entwicklung fortsetzen? Ja, es sieht sehr schlimm aus. Ne. Jetzt drohen auch schon so Abzüge, wie zum Beispiel Springer B6 mit Turm gewinnen. Kann immer den Turm gewinnen, aber er wartet bis in so ein richtiger Moment dafür. Ne. Genau. Und die Geschwindigkeit, mit der Weiß alles hier auf dem Brett stellt, zeigt, dass er es noch in klarer Vorbereitung. Ganz klar, also auch nach Läufer D6 wieder Turm D2 direkt gespielt. Also er hat das sicherlich alles in der Heimvorbereitung schon auf dem Brett gehabt. Und erneut wieder ein Moment, wo Schwarz natürlich sehr lange überlegen muss. Hier hat er natürlich viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Schaltet sich hier für Läufer E6. Sieht auf den ersten Blick auch sehr natürlich aus. Ja. Um mindestens Turm so schnell wie möglich jetzt im Spiel zu bringen. Aber wir sehen, dass es wahrscheinlich schon keine Rettung möglich war. Ja. Weiß mit sehr einfachen Zügen, ja, verdoppelt einfach auf der Linie und jetzt eine Drohung nach Turm C8 einfach Spring gewechselt und Läufer D6 ist verloren. Ja. So einfach. Ja. Ja, Weiß gewinnt einfach eine Figur. Wenn sowas funktioniert, dann scheint die schwarze Stellung schon sehr, sehr schlimm zu sein, oder? Ja, sieht nicht gut aus. Er spielt Läufer C5. Ja, das Einzige, was man machen kann. Ja, ja, und nun entscheidet sich Weiß, hier das Material zu gewinnen. Das ist auch der erste Moment, an dem der Weißspieler aber überlegt. Das ist dann nicht so schlimm dann, ja, für Schwarz. Dann das ist, da ist Schwarz noch im Spiel, ne? Da plötzlich, Okay, was wäre ein anderer Option? Kann Julius Weiß ein bisschen aufatmen, ja, dann, ja. Sonst geht Läufer nach D4, ja, das ist dann der Gedanke. Mhm. Und symptomatisch, dass jetzt fängt Xu nachzudenken, ja? Wenn wir sehen, dann letzte Züge, dann jetzt fängt er nachzudenken. Vorher war das relativ schnell, alles relativ schnell ausgespielt. Ich wundere mich gerade, ob es hier auch andere Optionen für Weiß gegeben hätte. Können wir nach Turm D2 noch schauen, weil Turm D2 von der Geschwindigkeit scheint mir noch für noch Vorbereitung. Vorbereitung, ja. Und jetzt, gut. Was kann man aber noch anderes vorstellen als Turm HD1 eigentlich? Sehe ich das nicht. Sieht definitiv wieder ein logischer Zug aus. Zug, ja. Gerade eben, wie du bemerkt hast, Turm C8 geht hier noch nicht für Schwarz. Ich kann hier keine Verbesserung für Weiß entdecken. Nein. Ich denke, Turm D1 ist wohl der einzige sinnvolle Zug hier in der und Stellung. Läufer C5 ist sehr gut. C5 ist eine gute Verteidigung. Ich habe Schwarz zu schnell abgeschrieben. Ja. Das ist dann, wenn er Qualität wird er verlieren. Ja. Da hat er verloren. Aber er hat einen Bauern dazu. Ja. Genau, er hat schon einen Bauer gewonnen. Ja. Und einige stabile Positionen für leichte Figuren. Das ist dann alles andere als einfach.
Genau, das sehen wir eigentlich auch in der Partie hier ganz schön. Türm schlägt A8, das ist hier die Stellung. Jetzt droht Schwarz natürlich schon relativ unangenehm, den Läufer auf D4 zu positionieren. Von da wird er auch so schnell nicht mehr vertrieben werden, vermute ich. Ja, das ist dann die Stellung, die scheint mir in Ordnung zu sein für Schwarz. Ja. Sagen wir in groben mindestens. Ja. Ungefähr getürmt ausgeglichen? Auf jeden Fall hat Schwarz Kompensation hier, ja, für Qualität. Und Weiß sollte hier vermutlich versuchen, die Läufer zu tauschen, nehme ich an. Ich denke, wenn Weiß es schafft, diese Läufer zu tauschen, dieses Läuferpaar, dann könnte er wahrscheinlich gut auf Vorteil hoffen. Vielleicht ist Turm C2 mit der Idee Läufer C4 auch verbunden, also wir sehen auch Turm C2 in der Partie. Ja, weiße Bauernstruktur etwas beschädigt, er hat eine Schwäche auf F2, die ist schon sofort angegriffen. Ja, ich sehe das Läuferpaar hier sehr gut, ja, germanieren. Ich sehe hier alles okay im Moment für Schwarz. Wieder, das bringt uns zu Rätsel zurück, ja, wir müssen das noch überlegen. Können wir dann 15. Zug, Springer D5, König D8, alles ist verbreitet. Jetzt nimmt er auf F3, okay, vermutlich richtig. Ja. Und sonst kommt der Springer selber zurück kommt nach D4. D4. Hier noch keine Idee. Läufer D6. Jetzt hat er schnell Turm D2 gespielt und da habe ich eine Frage. Man kann natürlich auch ein anderes spielen, einfach auf F6 schlagen zum Beispiel, ja, in diesem Moment. Wäre das eine Alternative? König E7 kommt. Ich überlege gerade, ob Schwarz vielleicht noch so trickreiche andere Optionen wie Läufer F5 hätte. Läuferzug, ja. Mit der Idee nach Turm schlägt D6, König E7 zu spielen und nach Turm HD1 habe ich hier dieses wunderschöne Schach Turm C8 ja. Und auf einmal ist es Weiß, der vielleicht ja, ein bisschen aufpassen ja, muss. Vielleicht ist das noch eine das, Idee? Das gibt schon einige Ideen, deswegen Turm D2 gekommen. Ja. Deswegen kam wohl Turm D2. Vermutlich, ja. Aber möglicherweise ist es auch einfach eine Variante, die der Weißspieler analysiert hat und wenn der Schwarze einfach alle Züge richtig spielt, dann endet das Ganze vielleicht in einer ausgeglichenen Stellung. Das mag sein. Dann möglicherweise ist es alles Theorie. Kompliment an Julius, die dann sehr genau gespielt hat. Sehr genau, dann verteidigt jetzt. Ja, und auch im richtigen Moment dann Zeit genommen. Ja, nicht schnell zu spielen, sondern Zeit zu nehmen, dann versuchen dann Stellung zu verstehen. Ja. Das hat er auch gemacht. Ja. Möglicherweise, ja, weil er hat Alternativen. Ja. Er hatte dann auch hier Alternativen, aber Läufer E6 scheint. Läufer E6 scheint mit der D, Läufer D4 verbunden, wirklich sehr, sehr stark zu sein in der Stellung. Und wir können den weißen Aufbau, den schwarzen Aufbau gerade nicht wirklich widerlegen, von daher großes Kompliment an den Schwarzspieler. Ja. Weil diese Idee mit Läufer C5 ist natürlich sehr mutig, ja, und das muss man erstmal finden am Blatt. Wie gesagt, die Blattstellung, alles andere als klar. Sollte hier kommen für Schwarz? Gut, er hat Auswahl. Er kann dann zum Beispiel Läufer B6 stellen, einfach, damit kein Schach kommt. Ja, er hat schon einige. Läufer B6 hat er auch sogar gezogen. Also, das hast du richtig prognostiziert. Läufer B6 kam auch in der Partie. Ja, das. Die Läufer, das sieht man hier sehr schön. Die kontrollieren ja, die wirklich die weißen schon, Türme, ja, kontrollieren die ganzen Türme. Linien. Wir haben keine Eindringungsfelder auf siebte Reihe, das ist dann auch Turmtausch ist unmöglich hier für Weiß im Moment. Ja. Na, das ist eine sehr, sehr interessante Stellung. Läufer C4. Läufer C4, ja, aber dann kann Schwarz noch Läufer behalten zum Beispiel, ja, nicht abtauschen. Nicht. Läufer E4 Idee, nicht auf Remi, sondern ja. A2 muss man dann inzwischen auch decken, also nicht so einfach für Weiß. Aber in die Tat muss man etwas mit Läufer B5 machen, weil er steht dort schon erschöpft ein bisschen ja, von Anstrengungen. Ja. Ja, die Frage was noch, B3 käme dann theoretisch auch in Frage. Dann, ja. Hier bekommt Schwarz halt die offene Linie vielleicht, Turm G8. Das wäre dann so ein Gegenspiel. Möglicherweise droht hier schon Turm G2 mit, wirklich unangenehmem Gegenspiel. Ja, mit Gegenspiel. Ja, das ist jetzt, wie schon gesagt, ein Bauen ist schon praktisch materiell fast genügend, aber Schwarz hat hier als Läuferpaar diese Kombination, die dann sehr nützlich für Schwarz und wirklich sehr, sehr starke schwarzfeldrige Läufer und halt für die leichte Figuren, was auch durchaus wichtig sein könnte. Ja. Und das
gibt eine positionelle Kompensation. So, vielleicht ausreichende Kompensation hier für Schwarz. Ja. Das hat er gut gehalten. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich beeindruckt vom schwarzen Spiel. Ja, das war sehr clever gespielt. In gefährliche Variante Mut bewiesen und absolut. Einfach ruhig geblieben und Schach gespielt und nicht in Panik geraten. Das Gegner schnell spielt, ja, dann alles vorbereitet. Heutzutage ist das sehr, manchmal Spiele sind zu nervös, ja, dann Gegner bereitet etwas mit Computer und die hatten Angst. Dann, aber hier Schwarz hat einfach bewiesen, dass man kann die Probleme am Brett lösen. Man nimmt Zeit, überlegt und findet eine Lösung. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Gut, wir haben uns sehr ausführlich zu der Partie geäußert. Wollen wir vielleicht mal einen Altersklassensprung wagen? Wollen wir vielleicht mal in die U16 springen? Die U18 haben wir jetzt zwei Partien uns angeguckt. Josefine Heinemann wieder. Nee, hatten wir noch nicht. Wir können gerne gucken. Also wir haben gerade den Vorschlag erhalten in der U18 weiblich. Die Führende spielt wieder mal eine spannende Partie. Ja, das hatten wir gestern auch gesehen, diese Bauernlauf-Variante. Gestern war eine fantastische Partie, denn die sie sehr schnell gewonnen hat. Ja, schon eine Angriffspartie von Josefine. Wir sehen heute gegen die Melissa Fesselier. Und Josefine ist hier schwarz. Ja, mit der Sizilianisch aufs Brett. Der alte Taimanov ist derzeit ein bisschen in Mode gekommen, oder? War wahrscheinlich immer hatte diese Variante seine Anhänger. Ja, aber auch auf Top-Niveau, ich glaube, damit sie 7 lange Zeit wirklich ausgelassen. In letzter Zeit sehe ich einige Partien, wo dieses Motiv wieder auftaucht. Ja. F4. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Übergang in eine andere Variante, oder Arthur? Gut, das ist dann wieder offensichtliche Theorie noch. Ja. Struktur ist eher von Scheveningen Variante. Genau, dann, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, das ist also nicht mehr im typischen Paulsen-Sinne. Genau. Was ist dann etwas Besonderes, das war sein Springer auf F3 jetzt gelassen. Das ist dann natürlich passiert nicht so häufig. Ja. Aber hier hat Melissa bestimmt eine Idee, ja, wie sie dann Figuren dann weiter aufbaut. Ganz ich klar. Denke, das geht noch ziemlich vernünftig weiter, ja, von beiden Seiten. Das sind doch normale Entwicklungsflüge, von beiden schnell gespielt. Ja. Auch A3 hier noch mit Läufer D7 Postwenden beantwortet. So, es scheint alles so mindestens einigermaßen theoretisch. Ja, genau. Ich finde den Aufbau von Weiß sehr interessant. Manchmal muss dann Springer nach B3 gehen, aber was macht er dort auf B3? Mhm. Ne? Oft das ist eine große Frage. Hier ist ein Königflügel, kann man Springer vielleicht benutzen, besonders wenn irgendwo E4, E5 kommt, können wir vorstellen, dass Springer Angriff unterstützen kann. Ja? Über G4. Dame E1 zeigt dann die Absichten, ja, dass am Königflügel dann anzugreifen. Das ist dann die Richtung. In Verbindung mit dem Zug E5 könnte das natürlich gefährlich sein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Josephine nach reifer Überlegung jetzt das erste Mal in die Partie. Ja, ganz klar. Sie will das noch keine kurze Rochade machen. Ja, das ist ja auffällig. Ich glaube, sie hat auch bis jetzt noch keine kurze Rochade ausgeführt. Anscheinend bleibt der König in der Mitte. Fühlt sich hier vielleicht sogar wohler, als in den Angriff hineinzurochieren. Ja. Auf jeden Fall will sie dann, das ist so eine praktische Entscheidung, sie hat gespürt, dass Gegnerin ist sehr gut vorbereitet, hat einen Plan, ein Konzept, sie wird sie dann aus dem Konzept rausholen und zwingen, dann selbstständig zu spielen. Und das macht sie dann mit Verzicht von der Rochade. Genau so. Gut, Turm C8, es kam immer noch König A1. Also trotzdem sehr schnell König A1. Trotzdem sehr schnell gespielt. Ja, weil wahrscheinlich gehört zum Plan und sie hofft immer noch, dass der Schwarz wahrscheinlich rauschiert und dann vorbereitete Angriff dann kommt, aber der spielt etwas anderes, G6. Ja, G6 ist hier eine interessante Entscheidung. Das ist natürlich ein prophylaktischer Zug eben gegen die ganzen Angriffsideen. Vielleicht mal Springer H5 auf eine Idee? Ja, oft könnte das eine Idee sein, wenn Dame auftaucht, dann Springer H5 und Springer ist schon gedeckt, ja, das könnte dann auch einige taktische Vorteile bringen. Trotzdem sieht
Die Stellung sieht er, ehrlich zu sagen, angenehmer für Weiß. Ja, er hatte dann, man könnte einfach Läufer E3 zum Beispiel spielen, weil König H1 hat durchaus Sinn in verschiedenen Bereichen. Ne? Hier zum Beispiel könnte man Läufer G1 spielen. Ja, das ist dann ein guter Zug mit viel Potenzial. Deswegen könnte man auch ruhig weiterspielen. Läufer E3, Turm D1, einfach zuerst die Figuren entwickeln und dann anzuschauen, was macht dann eigentlich Schwarz, ja, dann auch in die Stellung. Ja, aber sie hat sich jetzt sich ja für direkte Angriff entschieden. Da können wir schon vorstellen, was wäre, wenn Schwarz rochiert hätte, wäre wahrscheinlich das Gleiche dann gekommen, E5 mit dann einem gewaltigen Angriff auf den Königflügel. Mhm. Das ist, ich finde, sehr interessante, mutige dann Spiel von Melissa. Ja, das eigentlich so sollte man versuchen, gegen stärken Gegner dann zu agieren, nicht nur zu verteidigen, sondern selbst möglich aggressiv zu bleiben. Definitiv sehr aggressiv gespielt. Mhm. Und nur um kurz auf die Chats einzugehen, also wir haben in Twitch einen Kommentar bekommen, sollen nachher vielleicht noch die Partie U16 männlich, Keimer gegen Lagunov angucken. Mhm. Da kommen wir unbedingt, nachher darauf zurück. Unbedingt. Wir wollen jetzt noch die Partie vielleicht zu Ende angucken, dann können wir vielleicht den Sprung in die andere Altersklasse wagen. Schauen wir, wie es hier weitergeht. Und wie du gesagt hast, Weiß spielt hier sehr mutig. Ja. Und genau diese Linie setzt sich hier nach reifer Überlegung auch fort. Also 18 Minuten investiert und dann G4 gespielt. Mhm. Okay. Das wäre vielleicht nicht unbedingt mein Wahl, ja, gewesen, aber es ist ein interessantes, mutiges Spiel. Ja. Schauen wir weiter, ja, welche Strategie sich dann durchsetzt. Ja. Auf jeden Fall Partie interessant auch im psychologischen Bereich. Ja? Dann, gut, jetzt nimmt Josephine mit der Dame. Dame schlägt E6, Springer E4. Nee. Ja, aber die Weiße spielt hier wirklich sehr, sehr mutig nach vorne, direkt mit F5 jetzt fortgesetzt. Ja, das ist dann die Anstellung. Ja? Die Anstellung auf jeden Fall richtig. Ja? Ob das zum Erfolg führt, wissen wir nicht, aber mindestens bereitet sie bestimmt einige Kopfschmerzen, ja, dann für Josephine, für natürlich. Die Favoriten. Die muss natürlich auch genau abwägen, will sie jetzt wirklich das maximale Risiko annehmen, will sie sich auf diesen Schlagabtausch einlassen. Ich meine, sie ist natürlich klar Führende, eine Niederlage. Sie hat keine Wahl, das ist jetzt Schlagabtausch. Das ist jetzt schon Schlagabtausch. Das Gegnerin hat sie gezwungen praktisch. Ebenso, insofern wahrscheinlich relativ unangenehm auf jeden Fall für Josephine. Auf jeden Fall das mutige Spiel von Weiß, ja, das ist jetzt keine sehr konkrete Stellung und Weiß greift weiter an, ohne Rücksicht dann auf irgendwelche Verluste, dann Läufer G5. Auch Läufer G5 wieder logischer Zug, ja. Natürlich Figuren. Schwarze Felder sind schwach, ja, das will sie ausnutzen. Wow. Das ist jetzt eine harte Partie, in der Tat sehr, sehr interessant, was hier passiert. Ja, Schwarz spielt jetzt Dame D8. Das ist will natürlich das Feld F6 vielleicht überdecken. Von sich selbst ist kein so gutes Zeichen, aber was haben wir dann, die Stellung? Schwarz König sowieso wird in der Mitte jetzt bleiben, wahrscheinlich schwach. Aber auch weißer König ist etwas geschwächt. Ja, das ist dann. Schwarz wäre hier natürlich froh, wenn er irgendwie mal einen Läufer auf diese Diagonale bekommen könnte gegen den König. Dann wird es natürlich auch für den weißen Gegenpart hier gefährlich. Aber aktuell sieht es nicht so einfach aus, das Ziel umzusetzen. Ja, nicht so einfach. Und Dame D8 ist Zeichen, das ist nicht so die Stellung. Weiß hat wirklich gute Kompensation. Und hier die hat Springer H4 gespielt, aber es war dann auch andere Züge. Hier gibt es natürlich sehr viele Züge. Ja, ja. Das ist vielleicht eine Stellung, wo wir wirklich mal reingucken sollten. Ja. Es ist wirklich jede Menge von Züge, dann Dame F2 zum Beispiel, dann Dame auf F-Linie zu stellen, dann Turm nach E1 ja, dann zu bringen. Es ist eigentlich sehr sympathisch, was Melissa. Ich muss auch sagen, ich würde hier auf den ersten Blick gefällt mir Weiß hier sehr gut. Ja, das ist eine fantastische Partie von in erster Linie von Melissa. Ja, von Josephine ist eine interessante Entscheidung, dass sie dann wollte ein bisschen Vorbereitung abzuweichen. Mhm. Ja. Jetzt schauen wir mal an. Ja. Jetzt Springer H4. Also wie gesagt, eine Partie Springer H4, sehr dynamisch auch wieder. Mhm. Sie will dann mit Dame sofort nach H4, genau, wenn möglich. H4. Ja,
ja, zu kommen und tauscht jetzt eine wichtige Verteidigungsfigur. Okay, das ist wirklich eine interessante Entscheidung. Übrigens, Springer schlägt H4. Weiß hätte ich auch die Möglichkeit, Springer D6 Zwischenschachfolge Dame zu gewinnen. Ja, das ist könnte hier die Dame gewinnen. Genau, und dann auf H4 nehmen, da haben wir mehr Material. Hier hätte Weiß natürlich sehr viel Material gewonnen. Das heißt, Schwarz hat eigentlich gar keine Option, auf H4 zu schlagen. Ja. Das hier wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell im Matt enden. Mindestens kann Weiß hier sehr leicht Material gewinnen. Ja. Beispielsweise Läufer schlägt die 7, Springer schlägt die 7, Dame schlägt H4. Und der schwarze König wird natürlich auch in Kürze matt gesetzt werden. Ja, das ist dann keine, ist gute, keine gute Variante. Aber auch, sagen wir, wenn Weiß so spielt, einfach Dame schlägt H4, wäre dann Angriff auch gewaltig. Deswegen versucht sie dann etwas anderes zu machen. Ja? Genau, sie schlägt das hier folgerichtig, ich denke, den Läufer schlägt G5. Läufer schlägt G5, praktisch einziger Zug, wie wir das sehen. Springer schlägt E5, ja, aber... Was haben wir jetzt? Er ich denke, Schwarz muss hier auch wieder auf F5 zurückschlagen, ansonsten die Springer sieht auf D6 und gewaltig aus, ja, aber schauen wir dann weiter. Hier schlägt F5. Was hier passiert? Gut, hier die praktische Entscheidung, Springer schlägt G5, einfach die Figur erstmal zurückzugewinnen. Weiß hat eigentlich nur einen Bauern geopfert nach Springer schlägt G5. Bei dem guten Angriff. Die konkreten Fortsetzungen, Springer D6, Springer F6 Schach. Noch scheinen nicht noch nicht sinnig, wirklich. Ja. Sinnvoll, deswegen Springer G5 auch wieder ein sehr logischer Zug. Die Schwarzspielerin entscheidet sich jetzt zum Läufer E6. Sofort eigentlich, ja, denn vorbereitete Idee, mit der Dame D5 Schach, ja, wenn Weiß nimmt auf E6. Das ist jetzt zu zeigen, dass auch Weißer König hier eigentlich schwach ist. Ganz klar. Vielleicht kurz König F8. Wäre vielleicht sogar schon Dame C3 gegangen, der hier. Sehr, sehr unangenehm für Schwarz wahrscheinlich aussieht. Die Idee dann, ja, von ich vermute auch, von wenn Schwarz auch nochmal F6 spielen muss oder sowas. Es wird nicht schöner, die Stellung. Wie wir schon gesagt hatten, das König findet keine Ruhe hier in dieser Stellung. Ganz klar. Deswegen sagte Josephine, er kann dann in die Mitte bleiben, aber Turm schlägt E5 jetzt gekommen. Turm schlägt E5, ja. Okay, jetzt haben wir eine sehr, sehr spannende Stellung in der Tat. Nur jetzt. Aktuell droht Weiß vielleicht auf F7 zu schlagen. Das könnte eine Idee sein. Mit einer Leichtfigur. Auf E6 auch natürlich. Auf E6 natürlich auch, ganz klar. Ja, das ist jetzt konkrete Drohung, die nur Schwarz parieren muss. Ich denke gerade über Springer D4 nach, aber. Was ist mit diesem Zug hier? Da müssen wir das anfangen, wahrscheinlich mit diesem Zug. Scheint aktivste Option zu sein. Auch und hier jetzt wieder dieses Motiv mit Dame E5, vielleicht interessant, oder? Ja, starke Option, starke Idee. Was noch? Du hattest eine andere Idee. Springer schlägt F7, das, was du vorgeschlagen hast. Was ich vorgeschlagen hatte. Ja, das ist diese Variante, die muss man prüfen. Ja. Was hat Schwarz jetzt? Vielleicht Dame E7 oder sowas. Ja. Dame E7. Ich überlege auch, ob man aktiv werden kann, aber vermutlich würde sowas hier nicht wirklich was bringen, weil Weiß meistens mit Läufer E4 reagieren kann. Insofern Dame E7 wahrscheinlich der natürlichste Zug. Mit einer Hoffnung, dass irgendwie dann dieser Springer sich verläuft. Ja, beispielsweise sowas. Ja, Läufer schlägt E5. Aber selbst diese Stellung weiterhin. Sehr, ja, sehr schwierig. Schwierig, aber hier vielleicht Läufer E4 Schach. Und hier geht Läufer E4. Ja, das ist, man kann, hier kann alles passieren noch, ja. Sieht aber sehr, sehr gefährlich für Schwarz, ja, die Stelle. Ganz klar. Also noch der schwarze König schwächer, aber wie wir schon angesprochen haben, auch der weiße König kann ganz schnell ins Feuer geraten und dann wird es hier sehr gefährlich. Das Problem, was ich hier sehe, nach Springer D4, gerade was wir erwähnt hatten, dass Weiß sehr viele Züge hat. Ja? Und wer weiß, vielleicht einer davon gewinnt. Ja? Genau dann, so. Das ist dann immer ein Problem. Vielleicht Dame E5 jetzt sehr stark oder noch was. Ja? Da hat Schwarz keine. War etwas passiert? Es ist nämlich was passiert, ja, es ist Dame E7 gekommen. Dame E7, okay, das ist dann Verteidigungszug, ja, genau, damit. Vielleicht besser, vielleicht war dann Springer D4 noch zu verführt, ja.
Wir sehen hier, es kam Springer schlägt E6, also eine Abtauschvariante. Es kam weiß schon hier in so die Partie. Genau, also in der Partie kam Springer schlägt E6, schlägt E6 und Turm F2. Ist vielleicht aus praktischer Sicht auch wieder eine sehr gute Entscheidung. Ich meine, hier hat Weiß angenehmen Vorteil. Ja. Die Drohungen gegen den weißen König fallen natürlich mit dem schwarzen Läufer. Was fehlt jetzt schwarz, ist die Option, den Damenflügel zu rochieren. Ja? Durch Turm C8 dann weggenommene Chancen. Dann. Ja. Vielleicht war das dieser Turm C8 dann. Vielleicht Turm C8 dann nicht so geschickt gewesen. Nicht so optimal. Ja. Aber im Nachhinein, man ist immer schlau. Ja. Jetzt, wie soll Schwarz jetzt entwickeln, beenden? Der König bleibt in die Mitte, das ist schwierig. Kann er vielleicht eine Wanderung hier starten? Versuchen. Mhm. König doch in Sicherheit zu bringen. Also die lange Rochade, aber auf einem anderen Weg zu erreichen? Auf jeden Fall, das ist jetzt sinnvoll, weil hat Schwarz noch eine oder andere Tempi, ja, dann kann er versuchen, das auszunutzen. Aber die Stellung bleibt sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Ja, auf jeden Fall auch erfolgreiche Wanderung bedeutet noch nicht automatisch Ausgleich. Ja, selbst dann steht Weiß sehr angenehm dann, mit dem Läufer. Ja, ja. So, ich muss sagen, Melissa spielt fantastische Partie. Sehr gute Partie bisher. Wobei ich das Gefühl hatte, dass in dieser Stellung vielleicht auch noch, vielleicht noch mehr drin wäre. Noch ein bisschen mehr drin wäre. Aber schwer zu, sie spielt so logische Schach. Sie spielt sehr logische Schach, ganz klar. Ja. Es war dann nicht so einfach, irgendwelche versteckte Möglichkeit vielleicht, aber das. Sonst läuft trotzdem sehr, sehr stark von Weiß. Ganz klar. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen in diesen Zug damit C3 verguckt, auch in diese Stellung wieder. Auf jeden Fall ein Kandidat, der mir sehr gut gefällt. Mhm. Mit der Idee verbunden, sobald der Turm zieht, Springer schlägt H7 folgen zu lassen, um diesen Stützpunkt F6 zu attackieren. Ja, aber du hast uns schon Weg gezeigt, das König wegzulaufen. Vielleicht ist das. Vielleicht auch, kann auch hier wieder König die 7 wieder folgen. Das, sowas, ja, das könnte man vorstellen. Der König kann sich wieder versuchen zu verstecken, ja. Auf jeden Fall bleibt das immer noch sehr, sehr schwierig. Ja. Aber auch, wie gesagt, also ich finde das weiße Spiel hier sehr ansprechend. Und Weiß steht hier definitiv angenehm. Ja, gute Partie bis jetzt. Wirklich sehr qualitative Partie von beiden Seiten natürlich. Ja. Ja, auch die Josefina hat gute Verteidigungszüge gefunden. Ja, aber klar. Besonderes muss ich hier noch betonen, den Mut von Melissa, dann, ja, dass sie dann so hart angreift. Auf jeden Fall, es war auch sehr konsequent vorgetragen. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgucken, mit E5 den ganzen Angriff gestartet, ja, G4 folgen lassen. Ohne Kompromisse nach vorne. Absolut, ohne Rücksicht auf Verluste, alles nach vorne geschmissen. Ja, sie hat eine sehr gute Stellung erreicht und wir sind gespannt, ob sie die vielleicht auch verwerten kann. Das würde natürlich viel Spannung in die Altersklasse hineinbringen. Sollte die Josefine doch mal zu schlagen sein. Und wir sind gespannt. Auf jeden Fall, diese Partie gezeigt hat, dass man sollte gegen stärkere Gegner mutig anzutreten. Ja? Das ist eine bessere Strategie, dann hat man auch eigene Chancen, vielleicht auch Sieg. Dann, ja. Okay, also Arthur Josipovs Advice. So, wir hatten vorhin den Wunsch, Vincent Keimer gegen Rafael Lagunov. Wir wollen uns dann der Partie natürlich auch widmen, wenn die eben gewünscht wird. Das ist eine Partie aus der U16. Ich denke, das ist Brett 2, welches die beiden spielen. Es ist Brett 2 und U16 sind natürlich beide noch sehr im Titelkampf involviert. Beide 4,5 Punkte aus 6 Runden. Der Führende hat derzeit 5 Punkte, aber auf jeden Fall eine spannende Partie. Auch für den weiteren Ausgang der Meisterschaft. Und wir starten mal in die Partie hinein. Meine andere Öffnung haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen, C4, C5. Ja. Das ist ja ein sehr symmetrischer Verlauf, Symmetrievariante. Jetzt diese Dame D2, das hatte ich gesehen, dass Vincent hat das relativ schnell gezogen. Da muss ich dich jetzt erstmal fragen, was kann die Idee von Dame D2 sein? Ja, es könnte nur B3 Läufer B2 dann. B3 B2? Ja, weil sonst macht sonst keinen Sinn, ja, Dame D2. Aber so aufzubauen und dann vielleicht D3 spielen, G2, und das ist dann angenehm. Ja. Okay. Das, da Dame steht auch gut und einfach Doppelfernkette, positionelle Idee. Mhm. Und das hat aber Rafael relativ schnell antwortet, oder? Ja, Rafael oder, hat ja schnell geantwortet. Ich bin nicht so sicher, weil ich dachte, ich hatte die Partie live gesehen, dass ich dachte, dass Vincent das schneller gespielt bis zum Dame A5. Wenn ich dich vielleicht doch nochmal was fragen darf, du hast jetzt erklärt, Weiß möchte einen Doppelfernschatto erreichen. Wieso spielt er das denn nicht in dieser Stellung direkt viertens B3? Ist hier einen konkreten Grund, wieso der Zug nicht so geschickt ist?
Weiß ich nicht, aber es muss natürlich ein irgendwelcher Grund sein. Ja? Okay. Vielleicht ist das die Karten dann zu schnell aufgedeckt. Vielleicht spielt Schwarz irgendwo E6 und bereitet D5. E6, D5, okay. Ja? Könnte dann naheliegend sein. Und D3. D3 eigentlich vielleicht sogar gegen E6 sich anrichtet. Ja? Ich weiß jetzt aber nicht, was genau dort passiert. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Ich dachte nur, für mich logischer, direkt den Doppelfernschalter anzustreben, weil so einen Zug wie Dame D2 in der Öffnung zu spielen, ist natürlich ein bisschen seltsam. Aber gut, du hast uns die Idee geliefert, der Weiße folgt. Und interessanterweise, der Schwarze reagiert hier auch direkt. Schwarze reagiert sofort. Ja, dann verhindert hier wieder die Idee. Jetzt keine Weiß. Symmetrie mehr, jetzt dann die Schach, angefangen Schach zu spielen. Ja. Nicht die Züge zu wiederholen voneinander. Ja, und hier auch wieder eine interessante Entscheidung. Nach E3 spielt hier Schwarze läuft, schlägt C3. Das ist irgendwie angekündigt war. Ja, dann mit Dame E5. Und ich meine, das ist ein bisschen überraschend, ja, aber interessant. Ja. Es ist so, dass Springer sind gut, wenn Gegner ein bisschen beschädigte Bauernstruktur hat. Mhm. Ja, dann Springer finden leichter die Felder. Und das, was Schwarz zeigen will. Auf der anderen Seite, das war dann ziemlich gute Läufer. Ja, dann das, ja, die sind dann abgegeben. Diesen Fianchetto-Läufer, den König-Fianchetto. Ja, schwarze Felder sind dann schwach. Ja. Aber offensichtlich wollte Schwarz jetzt nicht mehr kurz raschieren, sondern hat andere dann Ideen für den König. Und wir sehen dann später, wir sehen die Züge natürlich, dass der Schwarz auch lang raschiert hat. Das macht schon durchaus Sinn, weil kurze Raschade wäre dann schon tabu gewesen, schwarze Felder dann zu schwach gewesen. So kaschiert er jetzt mit einem Angriff auf dem Flügel, ja? Mit H5. Ja, jetzt, H6 ist nicht wichtig, ja? H6 ist gedeckt zum Beispiel. Ja? Schwarze Felder sind gar nicht so wichtig. Ja, definitiv auch interessant, gerade weil sich der Spieler natürlich nach E2 entwickelt hat, kriegt der Angriff hier natürlich noch ein bisschen Fahrt. Aber auch sehr überraschend, wieder Vincent Keimer sehr gut vorbereitet, spielt hier immer noch ohne Zeitverbrauch, Springer F4. Das glaube ich nicht, vielleicht ist du meinst, das ist ein Übertragungsfehler? Übertragungsfehler, weil ich hatte ein bisschen später dann Anschaltung, okay. Ja, und das könnte darauf liegen. Das mag sein, dass wir dann, weil hier wieder 27 Minuten für Schwarz, das ist dann komisch, ja, das irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Ja, ich werde eher auf Übertragungsfehler. Du meinst, das ist ein Übertragungsfehler? Ja, ja, das kann sein, dass das zu viele. Aber Vincent hat zum Anfang, glaube ich, schnell, gespielt, schnell gespielt und angefangen zu denken. Also damals 5 gekommen, da hat er ein bisschen angefangen. Okay. Aber trotzdem relativ flott dann in 3 gespielt. Ja, die Frage war, ob Weiß nicht reagieren sollte. Dann, ja, das ist dann immer dann schwer zu entscheiden. Man kann H4. Oder man kann sogar H3 spielen, um einfach diesen Angriff zu stoppen. Die andere Geschichte, wo spielt Weiß dann? Ja, das ist dann, wir müssen auch eigenes Spiel entwickeln. Ja, das ist dann, bleibt dann immer noch nicht so viel Raum, wo wir spielen können. In die Mitte, E4, E4 irgendwie vorbereitet, wäre dann eine Option. Ja, dann ja. Auf jeden Fall muss Weiß hier eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Ja? Er hat sich für Überführung des Springers nach D5 entschieden. Natürlich, das ist eine sehr prinzipielle Stellung. Hier wird der Charakter festgelegt und nach Springer F4, H4 bekommt Weiß eben die Option, die du angesprochen hast, mit H3 oder H4 den Flügel zu verschließen, nicht mehr. Ja, ja, das ist dann eine wichtige Entscheidung. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, weil das, offensichtlich hat Vincent gehofft, hier Vorteile zu erkämpfen, ja, mit dieser Operation. In der Tat, Springer steht ziemlich gefährlich, aber Schwarz reagiert auch interessant. Es wurde ja auch irgendwie gewissermaßen vielleicht Springer F6 die Bauernstruktur zu zerstören. Ja. Schwarz hat ja mit Springer H5 reagiert. Vielleicht nicht der natürlichste Zug, so ganz prinzipiell. Was könnte die Idee hiervon sein? Gut, erstens, er will nicht, dass nicht die Struktur schlecht wird. Ja. Zweitens, ja, irgendwas später einfach dieser Springer wegzujagen von D5. Das ist dann auch ein bewahrtes Mittel. Im Prinzip mit dem Zug Springer D5 bricht Weiß den Frieden. Ja? Zeigt die aggressive
Ansätze. Mhm. Ja? Und man muss gegen solche Springer etwas unternehmen. Was kann Schwarz hier machen? Was käme hier in Frage? Abtausch auf D5, meines Erachtens, wird dann sehr, sehr schlecht sein, ja, für Schwarz, weil Weiß bauen, fangen nach vorne zu gehen und werden stärker. Ja? Und Schwarz hat jetzt wenig Raum, möglicherweise kann er, ich weiß nicht, wohin soll er dann gehen. Das wäre dann falsche Lösung. Ja? Springer muss dann, und später spielt Weiß C4 dann und aktiviert die Samtstruktur. Ganz klar, diese Stellung nach C4. Ja, so Weiß hat die Stellung dann verbessert einfach. Ja? Deswegen die zweite Mitte, Springer weg und die gegnerische aktive Figur mit Bauern wegzujagen. Dennoch wundert mich Springer H5 ein bisschen, auch wenn ich den Springer wegziehen würde. Zunächst würde mir vielleicht dieses Motiv, was wir irgendwie gerade im Angriffssinne häufiger sehen, mit Springer H7, Springer G5 vielleicht besser gefallen. Okay, das ist dann jetzt Überlegung, weil wenn Weiß jetzt weiter E4 spielt, dann kommst du eben nicht auf G5. Das ist dann, vielleicht war das keine... Vielleicht war das Problem, ja. Vielleicht war das einfach unmöglich, dann das zu bekommen, was du wolltest. Weil auch hier kann man natürlich konkret rechnen, ob vielleicht zum Beispiel E6. Ja, muss man konkret rechnen. Konkret rechnen muss man leider immer im Schach, ja, das stimmt das natürlich. Noch sowas wie Springer E3. Springer geht nach E3, ja. Ja, Springer G5, Springer G4 ist eine sehr gute Option. Ja, da haben wir die Schwächen. Und das, jetzt wäre das Ganze sehr schief gegangen. Mhm. Ja, also das ist keine gute Idee. Deswegen wahrscheinlich wollte er dann einige Felder noch kontrollieren. Schauen wir mal, was dann passiert. Kommt E4. Kam E4, wie du es auch angekündigt hast, das passt wahrscheinlich auch zum Charakter der Stellung. Ja, und Langerosch hatte nach reifer Überlegung, aber in der Tat sollte Schwarz das Option wahren. Ja. Und jetzt wieder, angeblich spielt er hier immer noch ohne Zeitverbrauch, ja. Ja. Dame C2, Zug macht natürlich den Läufer hier ein bisschen frei auf diesem Flügel. Vielleicht gibt es mal Ideen, die Dame zu fangen, ja. Wenn ich jetzt mit Weiß zweimal im Zug wäre, Turm B1, Turm B5, hat die Dame von Schwarz nur noch das Feld A6. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Idee sein könnte. Dort kann er sich verstecken, das ist wahrscheinlich mehr Träumerei. Ja. Man kann natürlich Dame so fangen, Turm nach B3, nach A3, ja, zu bringen. Das ist vielleicht eine Idee. Ja, aber dazu kommt auch nicht, weil Schwarz E6 vorbereitet hat. Ja. Ja, ja. Dann sollte Weiß schon früher dann anfangen mit Turm B1, Turm B3. Ja, wenn er Tempi verloren hat. Ja, was würde hier denn nach Turm B1 kommen? Möglicherweise ist hier Schwarz. Wahrscheinlich muss man schon E6 spielen. Wahrscheinlich ist Schwarz in der Pflicht, E6 zu spielen. Ja, ja. Das war dann ein wichtiger Moment. Jetzt kannst du nicht mehr den Turm bedreiten. Jetzt bringt das Manöver leider nichts mehr. Die Dame hat jetzt ein Feld auf C7 bekommen. Aber ja, das Motiv ist sehr hübsch. Ne? Motiv wäre hübsch gewesen. Ja. Okay. Aber bestimmt hat Schwarz das berechnet, wenn er schon langere Schade macht. Und hat ja, schon gesehen, dass Dame heil gerettet wird. So, F6, interessanter Zug, zeigt. Ich möchte hier vielleicht auch langfristig gegen diesen Läufer spielen, den er nicht besitzt. Irgendwie alle Bauern auf Schwarz stellen, wäre eine sehr prinzipielle Entscheidung. Genau, so hat uns Capablanca gelernt. Ja? Wenn man einen Läufer hat, stellt man die Bauern auf andere Felder, auf die andere Farbe, ja? Damit eigentlich die Stellung dann in Harmonie bleibt. Läufer spielt auf weißen Felder, Schutz weiße Felder. Und da wir keine schwarzen Felderigen Läufer haben, stellen wir Bauern auf schwarze Felder, damit die schwarze Felder geschützt wird. Ja, und so kommt eine Harmonie in die Stellung. Dem kann ich nichts hinzuzufügen. Das ist perfekt erklärt. Das ist wirklich kann man nichts anderes sagen. Ja. Turm B1 kam jetzt, natürlich auch logischer Zug auf die offene Linie. Ja, aber jetzt E6 gekommen, jetzt, weil es droht. Genau, Turm B3, Turm A3 wieder. Ja, es droht jetzt schon, ja, jetzt muss man reagieren. 6. Gut, es kam hier Springer F4, also nicht wie wir bisher geplant hatten, häufiger mit Springer E3 zu spielen, aber auch Springer F4. Kein falscher Zug, generell wahrscheinlich der Dattpasch oder einem Springerpaar, einem Angreiferpaar vielleicht gar nicht so schlecht für Weiß. Ich weiß nicht, was ihn gestört hat in Springer E3.
Ja, das ist Vielleicht ist jetzt eine F5 hier, gute Frage, vielleicht ist weil F5 hier ein Ding. F5 hier wäre dann eine Option. Ja. Jetzt droht vielleicht schon F4, was die Struktur ein bisschen Ja. kaputt machen würde. Ja, überhaupt, jetzt kommt langsam die Frage, aber wo spielt Weiß eigentlich? Weiß hat es Ja. bisher immer noch nicht wirklich geschafft, Gegenspiel zu erzeugen, Ja. während das Schwarze Ja. hier zumindest visuell Schwarz eine macht leichte eine Überlegenheit klare hat. Linie Ja. dann verfolgt, ja, was mir gefällt hier, aber Weiß kommt irgendwie nicht so richtig durch. Ne? So diese Strategie, Springer auf D5 zu stellen, hat sehr attraktiv ausgesehen, aber im Moment ist Vincent dann Beweis schuldig, dass er etwas. Eigentlich hat er jetzt nichts erreicht. Wenn er zurück jetzt zieht, ja, und Springer getauscht, okay, was hat er dann erreicht? Durch Ja, diese, nicht so viel ja, erreicht, das stimmt natürlich. diese Manövrieren. Ne? Und auch ein Problem, was wir bisher auch schon gesehen haben, was das Schwarz auch geschickt hier weiter umsetzt, die weißen Läufer sind sehr schlecht in der Stellung. Weil es hat zwar das Läuferpaar, aber beide Läufer spielen nicht wirklich mit. Weil Schwarz hat sehr geschickt die Stellung ein bisschen geschlossen haltet, ja. Und okay, das ja, Ja, also. genau das ist dann Problem, ja. Wir können das ein bisschen zurückspülen, weil die Partie wirklich super interessant bis zum diesem Zug Springer D5, ja. Wenn wir das jetzt zurück, ja, Aber dann müssen Springer wir E4, wahrscheinlich schon hier nach hier, Vorspringer F4 genau, wahrscheinlich schon hier überlegen. könnte man schon viel, viel überlegen, ja. Und man kann vielleicht schon mit Turm B1 zum Beispiel anfangen, um Klarheit zu schaffen. Das Ja, würde das, zumindest den Schwarzen ja. ein bisschen in Richtung lange Rochade drängen hier. Ja. Die zweite Idee wäre dann, ja, Dame irgendwo, sagen wir lange Rochade. Ja. Ich mache so irgendwelche Zug wie Dame C2 oder Dame B2 und dann E4 und dann hatten wir dann Option, vielleicht Läufer nach G5 zu entwickeln. Allerdings macht das auch keinen so überzeugenden Eindruck. Ja. Auch hier wieder. Scheint schwarze Strategie sehr, sehr solide zu sein. Ja, Ja. sehr solide und auch der schwarze Angriffsplan ist hier nicht ungefährlich. Ich denke, wenn die Dame nach Ja. C7 zurückkommt irgendwann, Läufer H3, also H schlägt Ja. G4, Läufer Oder H3, einfach Verdoppelung auf auch die H-Linie. Verdopplung, Es ja. nervt schon gewaltig, ja, wenn Gegner dann auf offener Linie Turm verdoppelt. Ja. Das ist dann, ja, das ist gar keine. Ist keine einfache Stellung für Weiß. Nein, fast tendiere ich dazu, das sollte Weiß vielleicht schon nach H5 anderes Vielleicht reagieren. H4 oder H3, was wir Genau, angesprochen dass hatten. vielleicht etwas Flexibilität dann in Bauernstruktur bewahrt hätte und dann können wir vielleicht die Bauern nach vorne dann bringen und hoffentlich die Stellung dann etwas öffnen. Gut, gucken wir mal in der Partie Ja, weiter. schauen wir, was da Die weiter sind ja auch noch ein passiert. ganzes Stück weiter gekommen. Also E6, spielen ja F4, hatten wir gesehen. Der Abtausch hier, jetzt E5, das ist natürlich sehr logisch. Der Bauer auf D6 hat gehangen. Das Feld D5, und das muss man sich hier keine Sorgen machen. Der Weiß hat keine Springer mehr, die Genau, dieses das Feld ist, nutzen ja, können. das ist jetzt eine Scheinschwäche. Ja. In Wirklichkeit ist keine Schwäche in der Stellung. Mir gefällt, wie Raphael spielt. Ja, Ja. absolut. Auch jetzt wieder dein Plan wird hier umgesetzt. Ja, Schwarz so, möchte hier die Türme ja, verdoppeln. klassisches Spiel. Ja, gut, es ist jetzt so Spiel von Capablanca. Da kann man nichts sagen. Du weißt, versucht hier Turm D1, will er vielleicht mit D4 in der Stellung Und spielen? wir sehen so klassische Beispiel, dass nicht immer dann Läuferpaar ein Vorteil, ja. Wenn wir Läuferpaar, wir sagen, was machen die eigentlich? Eigentlich nichts. Und das ist dann das Problem, dass, ja, Schwarz hat den Gegner überspielt. Ja, ich habe auch Ja. das Gefühl, es Ja. läuft sehr gut Und für es ist Schwarze. so keine klare Fehler dabei gekommen, nicht so, dass einfach durch sehr gutes Schachverständnis. Das Kompliment an Raphael, der spielt eine riesige Partie bis jetzt. Absolut, also auch wo ich gedacht hatte, vorhin Springer H5 ist vielleicht ungenau. Offensichtlich war es wirklich sehr stark. Das Ja, Manöver hat auf dem sich aus Springerabtausch hat sich richtig ausgezahlt, erwiesen, ja, dann absolut. ausgezahlt auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sollte, ich bin jetzt die andere Meinung ein bisschen, sollte Weiß doch Springer behalten. Ja. Weil man sieht jetzt, die Läufe sind nicht so gut. Ja. Nicht so gut. Hätte er noch einen Springer dazu, vielleicht wäre das auch für Schwarz schwieriger. Dann könnte Springer nach D5 kommen und so weiter. Richtig, dann hätte Ja. Schwarz vermutlich nicht mit Nicht E5 diese gespielt. Optionen, ja, wie Das in war der ja diese Partie. Variante. Jetzt hatten wir überlegt, ob vielleicht F5 auch wieder eine Angriffsoption ist. Also auch das natürlich
Ist auch nicht einfach für Weiß. Nein, nein. Also, aber möglicherweise kleine Fälle schon vorher passierte ja. Dann. Weil dann die ganze Sortie dann von Springer hat nur Zeit gekostet und nicht viel gebracht. Ja, dann, ja. Dann, ja, ja, jetzt kommt Schwarz sehr, sehr gemütliche Stellung, wo er eigentlich dominiert. Öffnet hier ja. Die Hallin, spielt Läufer E6, ist, denke ich, prophylaktisch gegen D4 gerichtet. Ja, den C4 ja bauen, kein schlechter Zug. Ja, da, man kann vielleicht natürlich auch schon irgendwie anderes überlegen, aber das, dieser Zug ist in Ordnung. Ja, jetzt, ja, aber da kommt man nicht durch, ja, dann am Damenflügel, weil es ist eine neue B-Linie zu verteidigen, ja, das spielt B6. Ich finde, das ist schwierig, einfach diese durch. Ja, und auch hier sieht man wieder genau das, was wir vorhin angekündigt haben, genau Schwarz baut alle Bauern eigentlich hier gegen diesen weißen Läufer aus, ja, der hier vollkommen ja hilflos dem ja gesteht. Ja. Ja. Aber so spielt man und ja, die weiße Felder gut geschützt durch andere Läufe, ja. Weiße Läufe ist schlechtere, ja, weißfeldrige Läufe und die Bauern nehmen schwarze Felder weg. Ja. Ja. Gut. Ja, fast die einzige Idee, was ich sehe, irgendwo mit Gewalt D4 zu brechen, ja, weil sonst sogar das könnte dann vielleicht nicht viel bringen. Wir sehen Dame A4, Springer A5, ist gekommen. Ja, um wahrscheinlich C4, irgendwo um doch D4 ja zu vorbereiten, mit genau Gewalt. Dann sollte diese Läufe vielleicht irgendwann eines Tages aufgehen, ja, mag der Weiß vielleicht doch Spiel bekommen. Ja, aus nichts versucht Vincent einen Angriff zu ja führen, ja, aber praktisch eben, es war dann keine Möglichkeit, aber er sucht es trotzdem. Ja, ja gut, was soll er denn machen? Ein schlechter ja Plan ist besser als gar kein genau Plan, sagt genau man so schön. Er macht schon richtig, ja, aber hier kommt er auch nicht durch. Aber der Schwarze hier sehr konsequent möchte einfach nur das Gegenspiel erstmal verhindern, Springer A5 auch wahrscheinlich wieder gegen D4 gerichtet. Ja, das hat natürlich auch Läufer D7. Das hat weiß kein Spiel, ja. Da ist jetzt klare Situation, Schwarz deutlich besser steht, ja. Und fängt jetzt nach Stabilisierung der Stellung am Damenflügel, fängt er am Königflügel anzugreifen, wo er schon diese plus offene Linie bekommen hat. Und jetzt, wir können vergleichen, Weiß hat verdoppelt, aber er hat keine offene Linie, ja, hat ja dort ja keine Spieler, beißt den Granit auf Damenflügel und Schwarz hat eine Linie. Das ist dann viel, viel mehr Spaß, ja, das zu spielen. Ja, dann auf. Ich denke, das wird schwierig für Vincent, sowas noch zu halten. Ja. Absolut. Gerade wenn jetzt noch eine Dame auf der Hallinie auftauchen würde, das wäre ja langfristig wird er überrollt auf den Königsflügel, ja. Dementsprechend, er versucht hier auch was, spielt hier F4. Ja, aber kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Ja. Auch kein Zug, den man wirklich gerne macht, glaube ich. Also es kam hier auch Turm H2 direkt. Ich könnte auch eine Schwächung, weil was öffnet er dann? Welche Linie? Die Türme sind jetzt am Damenflügel. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach einen Platz für seinen König haben wollte, wo er sich vielleicht irgendwie noch... Aber auch das sieht wirklich sehr, sehr unangenehm aus. Ja, jetzt die schwarze Dame kommt. Ja, Schwarz hat sehr, sehr einfach Angriffplan. Ja. Kommt über H-Linie, über weiße Felder dann jetzt. Ja, was soll das jetzt? König F2 geht gar nicht. Ja. Also die Partie ist auch schon ein bisschen weitergegangen. Ja. Wir hatten F4 gesehen, Turm 5, B2. Okay, die Turm kommt zurück in die Verteidigung. Hat auf B5 nicht wirklich viel gemacht. Dame H7. Dame F3. Und ja, hier kommt ein hübscher taktischer Trickläufer H3. Der Turm auf H2 ist hier indirekt gedeckt. Vermutlich nicht wegen der Mattmotive, sondern einfach wegen des Damengewinns. Was hier ja sofort Gewinn bringt für Schwarz sein sollte. Vielleicht sogar noch diese Zwischenschach geben, danach die Dame abholen und Schwarz hat sehr guten Materialvorteil. Und auch der Angriff ist noch nicht ganz veräppt, er hat Kontrolle über die H-Linie. Was soll Weiß hier tun? Konkret droht Schwarz auf G2 zu schlagen, dann Turm H1 zu spielen. Diesen Turm hier auf B1 zu gewinnen. Vielleicht Turm C1 noch ein Zug, den man spielen kann. Einfach nur, um diesen Turm gedeckt zu haben. Ja, im Moment, ja. Ich wollte schon Läufer H1 vorschlagen. Läufer H1.
Jetzt kann ich vielleicht die Läufe. Aber vielleicht sogar der Zug, was ich dachte, nicht möglich, Läufer G4. Vielleicht ist doch möglich. Dame schlägt G4 Schach und F5. Das sieht sehr stark aus, ja. Dame muss zurück. Das sieht natürlich hier sehr nach Matt aus. Gut, hier sieht das kritisch aus. Siehst du schon Matt? Noch nicht, aber ich werde mich nicht wundern, wenn eine gäbe hier, ja, in der Stelle. Aber noch sehe ich keine sofortige Entscheidung. Möglicherweise reicht doch einfach, wenn man hier ein gewonnenes Endspiel übergeht, oder? Vielleicht ist das sogar der einfachste Weg, weil der Bauer C4 fällt. Ah, wobei das Endspiel vielleicht noch ein bisschen Technik erfordert, auch wenn der Springer natürlich dem Läufer ganz klar überlegen ist. Kommt aber stark jetzt. Ja, Bauern gewinnt. Schwarz wird schon eine Weg haben können. Ja. Gut, aber das, man muss schon was probieren hier. Ja. Okay, Läufer H3. Die Frage dann, war das schon sofort notwendig, Läufer H3, oder könnte Schwarz noch einen Zug warten, oder dann wäre dann König F2, Turm G1 gekommen, ich weiß jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wie kann sich hier Schwarz natürlich noch verbessern? Gut, gefühlt stehen alle Figuren perfekt. Ja, fast perfekt, ja, nur Springer kann man theoretisch noch irgendwie probieren, dann jetzt, oder König ein bisschen verbessern, damit keine Schach kommt. Ja, das wäre prophylaktisch mal aus dem Schach zum nehmen Beispiel, oder sowas. Ja, ja. Das wäre so kleine Verbesserung. Mhm. Okay, vielleicht hat er dann aber berechnet einen konkreten Weg. Was passiert denn in der Partie noch? Läufer H3, ich glaube. Ah ja, doch, es gibt schon weitere Züge. Ja, da hat die Dame gewonnen. Das kann so wieder. Weiß er wirklich den H2-Turm genommen? Ja. Hat die Lage also schon sehr, sehr kritisch eingeschätzt. Und hoffte, dass er dann diese Stellung halten kann. Ja, das ist dann natürlich nicht das Spiel. Nur überleben, ja, das ist klar. Es droht vielleicht Turm H1 oder sowas. Ja, das ist dann eine kleine Chance. Dann. Gut, da wird Schwarz vermutlich nicht einfallen. Nein, sollte nicht. Oder zuerst vielleicht Schach geben, ja, auf H5. Das wäre dann auch eine Option. Das muss Schwarz jetzt überlegen, was er dann. Aber da ist die Stellung geschlossen, das ist noch. Auf jeden Fall dauert das. Das ist eine sehr zähe Stellung. Ja, bis etwas passiert. Aber klar, das materielle Vorteil hier spricht für sich. Ja, ganz klar. Es hat einfach zu wenig Material. Gut, also trotzdem ist es noch lange spielbar, sagen wir. Gut, wir sehen also in der U16, Vincent hat Probleme. Der Raphael könnte wieder an die Spitze aufschließen. Gucken wir vielleicht mal die Spitzenpartie dort an. Ja. Den hatten wir noch vernachlässigt. Diese Partie haben wir noch vernachlässigt. Ist, glaube ich, auch wieder das Spitzenduell. Nummer 1 und 2 der Setzliste gegeneinander. Und die hatten beide ein durchwachsenes Turnier. Also, obwohl sie klare ELO-Favoriten sind, hier mit 2400 beide, in U16, natürlich sehr gute Werte. Aber hatten beide definitiv Probleme, auch gegen schwächere Gegner sich durchzusetzen. Auch unter anderem Niederlagen eingesteckt. Sind jetzt aber beide wieder zurück an der Spitze und sind gespannt, was dieses Duell bringen wird. Hier wieder, ich glaube nicht, dass wir richtige Zeit haben, weil das hatte ich wieder live gesehen, nach dem Zug D5 hat Weiß angefangen, intensiv nachzudenken, was eigentlich etwas früher machen sollte. Dann. Ja. Okay. Ja, es kann sein natürlich, wir hatten ein bisschen technische Probleme, ich glaube der Server ist irgendwie mit eine halbe Stunde später oder sowas gestartet erst. Deswegen können wir uns nicht so richtig. Deswegen verlassen wir uns hier vielleicht am Anfang noch nicht drauf. Wobei D4 ist hier wahrscheinlich ein normaler Zug in der Stellung. Ne? Ist so ein bisschen umgekehrter sizilianisch Alapin, der hier gespielt wird. Aber D4, entweder macht man, glaube ich, früher. Das ist hier in der Stellung schon D4. Ja, etwas hier nicht ganz genau passiert aus meiner Sicht, aus meinen Erinnerungen. Ja. So, ich glaube, es ist eine Verwechslung. Ist das hier ist aber jetzt wieder Zug umstellen, oder nicht? Nicht ganz. Ja, es könnte sein, das wäre besser, dann. Vielleicht erst.
Aber vielleicht kommt das zum Zukunftsstellung. Ja, ja. Am Ende dann, ja, aber. Ja, aber wenn, ich finde, wenn das man mit ist, D4 anfängt, ich schlägt D4, Dame schlägt D4, D5. Ja, die Frage, ob nicht Spring G3 dann F3 präzise, aus oder? Irgendwelchen Gründen etwas präziser, mhm. oder? Weil Kontrolle über Feld D4 ist schon etabliert. Ja? Das, ja, ja. Ich denke, das ist ein bisschen ungenau, was gespielt hat, was eigentlich aber nicht die Rolle gespielt hat, weil sie möglicherweise Hauptvariante dann mit Zukunft. Ich denke auch nach Läufer E6, jetzt bekommen. Ist man wahrscheinlich wieder Zukunft in der Hauptvariante. Mhm. Das ist hier eine typische Isolani-Partie oder Isolani-Stellung. Läufer E3, auch ein ganz hübscher Zug sich hier zu entwickeln, bietet sich natürlich an, wenn der Läufer hier schattiert ist, kann man den Läufer ganz gut auf E3 stellen. Das sieht eigentlich wie Tarasch Verteidigung, ja, sehr stark, allerdings vielleicht sogar eine etwas bessere Form für Schwarz, etwas bessere mhm. Form für Schwarz. Aber gut, jetzt ist die klassische Isolani-Stellung, Schwarz jetzt entscheidet sich, um Läufer zu bekommen, ja, dieses Springer G4 zu spielen, okay. Jetzt haben wir eine Stellung, die wahrscheinlich, könnte man sagen, fast ausgeglichen, ja, oder? Vielleicht ein bisschen angenehmer für Weiß, würde ich wahrscheinlich denken, aber... Das ist nach Geschmack. Die Frage, was hat Schwarz erreicht mit diesem zu viel Zeit? Ja, dieses Spiel G4, ja. Ich bin mir nicht überzeugt, ob das so gut ist. Also gerade weil Springer E6 natürlich hier häufig gefährlich ist, wenn dann die weißen Felder ein bisschen schwach werden. Auf jeden Fall hat er hier bewahrte Methoden. Wenn wir zurückkehren, statt Springer G4 hat er so bewahrte Methoden, so Dame D7 zum Beispiel zu spielen, mit manchmal Ideen, dann Läufer H3 und solche Gegenspiele zu versuchen anzugreifen, so ja, ein bisschen, ja. Er hatte dann Alternativen, er musste das nicht tun, ist nicht so, dass, ja. Ganz genau, deswegen wundert mich Springer G4 auch ein bisschen. Mhm. Also vielleicht hat er dann Läufer ein paar überschätzt, dass er, ja. Ja, wie gesagt, ich finde das hier sehr sympathisch, statt weil Springer E6, einfache, E4. Einfache mit Weiß zu spielen. Ganz klar, ja. Und in der Tat, wenn dann auch später irgendwo auf E6 abgetauscht wird, okay, Dame B6 jetzt, guter Zug. Dame B6 ist guter Zug, ja. Jetzt kommt Dame B3. Mhm. Eigentlich Schwarz wollte Weiß zeigen, vielleicht Turm FD1, ein bisschen optimistisch, F2 ohne Schutz geblieben. Mhm. Ja, und jetzt hat Weiß weniger Optionen, ja, nach Dame B6. Vielleicht Turm AD1, bitte. Turm AD1, genau. Soliderer Zug, damit Turm noch F2 verteidigt. Ja. Mhm. Wir können das zeigen, warum könnte das nützlich oder Unterschied sein? Solche hat Weiß mehrere Optionen. Wenn wir jetzt mit Turm auf FD1 stellen, ja, Dame FD1, Dame B6, man spürt es schon fast. Ja. Wenn Läufer C5 kommt, können wir jetzt Springer nicht mehr bewegen. Jetzt Springer schlägt E6, kommt auch nicht mehr in Frage. Weiß hat wenige Optionen. Das ist natürlich ganz besonders gefährlich, wenn hier der Turm auch noch auf einmal... Ja, ja. Auf F2, Punkt. Dann kommt alles vielleicht raus. Ja. Das ist dann ein Wunderpunkt. Und hier wäre für Weiß sicherer, wenn diese Felder gedeckt wäre. Deswegen kommt Dame B3, ja, nicht nur, weil Weiß dann dieses Endspiel. Ja, also Besonderes empfindet, es ist schon eine richtige Idee dann, ja, aber es war dann auch erzwungen praktisch von der Situation. Jetzt die Frage, ob Schwarz das tauschen muss, ist auch nicht. Ja. Er hat auch schon irgendwelche andere Optionen. Oder D5 hängt jetzt. Ich weiß nicht, ob der Schwarze nicht vielleicht ein bisschen Angst vor diesem Doppelbauern hatte, dem er im Endspiel drohte. Ja, Doppelbauern wäre nicht schon. War das die Dame A6? Oder er könnte natürlich jetzt Läufer C5 einfach, Läufer auf Diagonale aufstellen. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht so falsch aus. Ja. Wenn Weiß jetzt auf B6 nimmt, dann mit Läufer zu schlagen. Ja. Okay, und dieser Druck auf D4 sollte dann so für Ausgleich reichen. Ja. Springer A4 hier vielleicht nicht? Springer A4 ist möglich. Ich denke, Dame B3 muss jetzt kommen. Dame B3, ja. Das ist natürlich auch Weiß gefragt, zwei Optionen. Wahrscheinlich wolltest du mit Springer. Ich hatte ursprünglich überlegt, mit Springer zu nehmen und Springer C5 zu spielen, aber auch AB3 gefällt mir gar nicht so schlecht, weil dieser Druck auf der A-Linie manchmal unangenehm sein kann, aber
Ja, Springer B3 sieht natürlicher aus. Einfacher aus. Ja. Gut, man kann sagen, vielleicht ein bisschen besser doch für Weiß. Ja, dann muss ich dann relativieren, weil wir haben ein bisschen Druck. Weiterhin etwas unangenehm für Schwarz. Ja. Gut, Schwarz muss ein bisschen verteidigen. Nach Läufer D6 kann man vielleicht auch schon E4 spielen. Vielleicht Läufer D6 vielleicht kein guter Zug, ja. Muss man sehen. Aber da Springer C5 gibt ein bisschen Druck. Ja. Weiß steht ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. Ja. Da muss Schwarz jetzt sich etwas einfallen lassen. Gut, vielleicht auch das der Grund, dass Dame Schlick B3 kam. Mhm. Aber auch hier nach Springer B3, Weiß hat hier natürlich sehr einfaches Spiel. Gegen den Punkt D5, der hängt jetzt auch gerade im Moment, also Turm FD8 erzwungen eigentlich. Ja. Gut, dann diese Phase sieht mindestens logisch aus. Ja? Springer D4, Turm C8, 3. Und Schwarz jetzt will etwas machen. Okay. Läufer D2. Ja. Und Schwarz wahrscheinlich König nach E7 bringt oder sowas. Mhm. Ja, denn, damit E6 ist gut gedeckt. Ich frage mich gerade, ob das wirklich so logisch war. War Springer D4 notwendig in der Stellung? Okay. Ich hatte mich gefragt, ob. Also, ja, auf jeden Fall hat er lange überlegt. Er hat lange überlegt, ja. Aber es wirklich Not gibt, diesen Punkt zu decken. Vielleicht hätte man auch einfach verdoppeln können auf der D-Linie. Zum Beispiel sowas wie Turm D4 hier versuchen. Einfach den Druck weiter erhöhen war gerade meine Idee und vielleicht wäre das ein bisschen unangenehmer für Schwarz hier. Gut, die Frage hier ein bisschen jetzt mehr in konkreten Bereich. Ja? Hat Schwarz hier so Idee, wie Springer E4 zum Beispiel, so einfach bauen abzugeben, aber dann Läufer dann aktivieren. Vielleicht wäre das für Unentschieden reichen, wenn ein Läufer pardert. Ja, da muss man natürlich sehr konkret rechnen. Ja, wahrscheinlich hat er dann auch versucht hier in dieser Phase dann und solche Optionen gibt er einfach in der Stellung. Ja, natürlich zum Beispiel hier könnte Schwarz zumindest gewissermaßen sich in ein ungleichfarbiges Läufer einspiel retten. Zum Beispiel, ja, das hier. Hier könnte er gute Remischanzen haben. Sehr, sehr gute Remischanzen. Ja. Das wäre dann eine mögliche Variante. Aber warum eigentlich nehmen, warum nicht sofort Läufer nach F6 und ein bisschen Druck zu oben? Ja, dann vielleicht sogar Druck auf F6, ja. Es könnte sein, dass oder einfach B6. Ja, so, es könnte sein, dass diese Läuferpaar Schwarz. Das Läuferpaar gibt gute Kompensation. Ja, gute für Schwarz, Kompensation gibt. Ja. Deswegen war das. Es ist schon so, dass Weiß etwas angenehmer steht, aber diese schwarzfeldrige Läufe dürfen wir nicht unterschätzen. Mhm. Gerade diese Figur haben wir nicht, deswegen muss man. Insofern konzentriert sich der Weiß hier auch wirklich auf das, was du sagst. Er spielt hier wirklich klar gegen diesen Läufer. Ja, ich wollte Felder dann gut unter Kontrolle behalten, im Auge behalten, so verkehrt ist das nicht. Ja. Geht hier natürlich ein bisschen auf Leisten, also man verliert wenig Druck auf den Punkt D5. Ich habe keinen Druck im Moment, deswegen hat Schwarz freie Hand. D4 hat er jetzt auch interessanter Zug, vielleicht will er F3 provozieren, aber gut, auf die andere Seite vielleicht wollte Weiß selber F3 spielen und König nach F2. F3, König F2, vielleicht auch mit G4 ist häufig ein Manöver, das er Weiß hier anstrebt. So, auf jeden Fall, jetzt Läufer ist ein bisschen ausgeschaltet. Wie du schon gesagt hast, etwas bessere Situation für Weiß, weil wir haben strukturell klare Spiel gegen Bauern D5, denn Schwarz hat eine Schwäche hier in der Stellung. Aber gut, das Läuferpaar oft kann man halten. Wir haben gesehen, auch Verlust von einem Bauern Bauernverlust kann vielleicht sogar offene Stellung. Er führt zum etwas offener Stellung und Remischanzen auch dabei. So minimale Vorteil für Weiß, oder? Mhm. Ja, minimale Vorteil für Weiß. Aber nicht praktisch noch im Rahmen dann von vernünftigen dann eröffneten Spielen. Ja. H6, H3, G5. G5 ist natürlich eine mutige Entscheidung, weil es diesen Punkt F5 hier aufgibt. Das wird jetzt. Das kann man auch bereuen, dann, wenn Weiß Springer dort auftaucht. Ja, das ist dann richtig so. Jetzt hat Weiß ein langfristiges Konzept. Auf der anderen Seite, vielleicht wollte Weiß hier tatsächlich schon mit F4 folgen lassen. Vielleicht wollte der Schwarze das ein bisschen entgegenwirken. Gut, F4 und danach, was willst du dann? G5, aber dann wird das Spiel praktisch sich öffnen. Ja, das ist dann.
Ja, ich wollte eigentlich nur meinen Läufer befreien. Also ja, mir ging es eher darum, meinen Läufer wieder zu aktivieren. Ja, aber E4, dann haben wir Feld E4. Ich denke nicht, dass Schwarz das gezwungen war, G5 zu spielen. Ich ich denke auch nicht, dass er gezwungen ist. Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob der Zug wirklich gut ist. Aber ich glaube, es ist eher schlechter Zug. Er hat dann die Möglichkeit, noch lavieren, dann auf die andere Seite. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Läufer A4 provozieren, vielleicht eine Schwächung der Stellen. Ja, Läufer A4 ist eine hübsche Idee eigentlich. Ja. Ein bisschen dann schwarze Felder zu schwächen, wenn weiß jetzt B3 spielt. Ja. Oder jetzt befragen, weil im Moment dann Läufer C2 noch Option. Läufer C2 droht auch ein bisschen, deswegen ist vielleicht Turm C1 ja auch gefährlich. Ja, da kann man schlagen zum Beispiel und dann, ja, das wäre dann ein Problem. Neu kriegt Schwarz sehr viel Gegenspiel, So, ich bin kritisch zum Zug G5, meiner Meinung nach etwas zu optimistisch. Ja, tatsächlich, mir ist auch gar nicht klar, wie Weiß eigentlich auf Läufer A4 reagieren will. Ich vermute, er muss B3 spielen. Ja, aber dann hat das ein kleiner Erfolg für Schwarz, weil wir haben ein bisschen gelockert. Vielleicht auch solche Tricks irgendwie mit Läufer A3, die C-Linie. Genau, hat man mehr spielt jetzt auf den Flügel, hat man eine Idee. Kann man auch theoretisch Läufer nach E8 stellen, dann, damit er nicht den Weg gestellt. Ja. Und jetzt hat man ein bisschen Spiel. Ich habe wichtig, dass Schwarz auch ein Gegenspiel hat. Schon ist das nicht so schlimm. Sobald Gegenspiel haben, dann alles okay. Also wir sind hier mit G5, wir sind beide nicht so angetan von dem Zug. Guck mal, wie sich das hier entwickelt. König F2, Turm E8, Turm T3, Weiß verbessert seine Stellung hier, für diesen Punkt ein bisschen stützen. Ich glaube, dass Schwarz nicht die richtige Plan gefunden hat. Und, sieht hier nicht wirklich nach Gegenspiel aus, sondern es sieht eher aus, als kann sich Weiß hier Stück für Stück verbessern. Trotzdem ist es noch nicht so Dramatisches passiert. Er hat immer die Verteidigungsmöglichkeiten wegen starker Läufe. Er will wahrscheinlich, ich weiß nicht, verdoppeln auf E-Linie jetzt. Er hat ein bisschen Strategie geändert und will so Gegendruck dann zu halten. Etwas besser für Weiß wieder, weil sie sehr stabile Stellen. Weil, wie du sagst, wenn verdoppelt, irgendwann vielleicht kommt doch E4, ich weiß nicht. Aber diese Läufe, schwarzfeldrige Läufe, ist ziemlich gute Figur. Ja? Das ist lästig. Ja, das der Läufer ist sehr lästig. Wenn man diesen abtauschen könnte, dann ist natürlich unangenehm. Ja, dann wäre sofort ein deutlicher Vorteil. Und man kann 1000 Züge dann Gegner quälen. Ja. Das wäre natürlich meine Lieblingsstelle wäre entstanden praktisch. Okay, Weiß spielt hier Turm E1. Okay. Ich meine, er deckt natürlich den Punkt E3, aber die Frage ist natürlich, welchen Plan sollte Weiß hier verfolgen? Es wäre natürlich schön, wie wir schon angemerkt haben, wenn wir den Läufer tauschen können, dass uns der Schwarze nicht allzu einfach machen. Ja, so überzeugend sieht das Spiel noch nicht aus. Ich hatte mich gewundert, dass Springer C3 kam. Ich dachte eigentlich eher, dass vielleicht der Springer über andere Felder für den Sprint. F3, G3 nach F5 gehen könnte. Genau, das wäre dann konsequenter dann, in die Situation. Aber wahrscheinlich wollte er C-Linie irgendwie blockieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau. Auch Läufer auf G2. Hätte ich lieber auf anderen Diagonalen gesehen, zum Beispiel Läufer. Das wäre natürlich auch ein Manöver, was man vielleicht hätte versuchen können, Läufer nach D3. Wieder, wie kriegen wir alles das zusammen, aber wenn das möglich wäre, wäre das eine optimale Aufstellung für Weiß. Und dann fällt E5 zu genießen. Ja, so wie das jetzt steht, weiß ich nicht, es gibt keine Drohung, keinen Druck im Moment auf schwarze Stellen. So, hier war noch die Optionen, dass Turme besser positionieren, beziehungsweise diese Springer G3 zu spielen. Hier, glaube ich, war das noch möglich. Ich weiß nicht, warum hat er das nicht benutzt. Ich würde vielleicht sogar prinzipiell in der Stellung was überlegen, was man üblicherweise nicht gegen Isolani machen soll. Man sagt ja normalerweise, man möchte Schwerfiguren auf dem Brett halten. Aber gerade weil wir hier gesehen haben, dass Schwarz vielleicht ein bisschen Gegenspiel gegen den Punkt E3 entwickelt, ich würde hier überlegen, ob Turm C1 nicht vielleicht auch eine Idee ist. Ein Turmpaar würde ich vielleicht nicht tauschen. Ein Turmpaar tauschen wäre optimal. Ja. Wir können zwar nicht mit dem Turm nehmen, natürlich, aber mit Springer. Aber wir können mit dem Springer gerade nehmen. Ja, ich denke schon, weil was macht Turm auf A1? Gar nichts. Deswegen, der gesunde Menschenverstand sagt uns,
Turm A1 sollte dann ein guter Zug sein. Mhm. Und mit Springer nehmen, etwas vereinfachen und dann weiter manövrieren. Da wird dann weniger Gegenspiel gegen A3. Das ist so ein das war so meine Überlegung. Standard-Idee, ein Turmpaar zu tauschen, die andere vielleicht noch behalten. Ja, ja. Und eventuell zweite Schwäche zu. Ja, so wird das Standardspiel geführt. Genau. Turm D3, dann bleibt vielleicht noch relativ viele Figuren drin. Ja. Übrigens trotzdem hier keine Erklärung, warum nicht Springer G3 oder sowas. Ja, ja klar, ja. Springer G3 wäre ist ja auf Option, jeden Fall ein Kandidatenzug. Ja. Und wäre eine Option gewesen, ja, das. Ich weiß nicht, wie weiß jetzt vielleicht aus sowas wie Läufe in ja, und dann Turm D1 und dann nach Abtausch dann Schachturm D2 zu spielen. Und Weiß bleibt eigentlich etwas besser für Weiß, ja. Und dann später Läufe F1, Läufe D3 und wieder unsere ja, wieder diese Traumidee. Springer G3 wäre sehr schön. Ja, wenn wir diese Stellung schaffen könnten, dann Turm nach D2, den Läufe vielleicht nach D3 überführen. Ja, wieder etwas Druck. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Ja, okay, die Partie ist interessant, aber nicht so weit von Gleichgewicht im Moment. Ja? Oder es hat sich noch sehr, sehr viel entwickelt, also es sind 10 Züge weiter schon wieder. Oh, okay, wir sind dann E7, A3, okay, also vielleicht ein bisschen gegen den Läufer gerichtet. Läufer B6, Springer E2 geht zurück, jetzt vielleicht doch die Route nach G3. König H7, Turm D2, also der Weiße versucht jetzt seine Stellung so aufzubauen, optimieren, wie wir es schon vor ein paar Zügen eigentlich gedacht haben. Aber es ist natürlich ein Vorteil der weißen Stellung. Er hat hier alle Zeit der Welt. Der Schwarze kann ja eigentlich kaum Gegenspiel entwickeln. König H7 kann im Moment man schwer verstehen. Ja. König aber H7 ist kein Zug. Ja, im Moment. Aber gut, schauen wir vielleicht mal. Vielleicht ist der Bauer H6 irgendwie mal gedeckt in der Variante Springer F5. Ja. Aber er hatte dann praktisch Zeit, wenn er das Bauen im stört, er könnte H5 spielen, ja, glaube ich. Hatte noch Zeit, weil Weiß eben nicht viel gemacht hatte. Dann stimmt. Das wäre vielleicht eine gute Idee, die Schwäche hier aufzulösen. Ja, ja. Aber so König H7 irgendwie scheint mir kein klares Konzept zu sein. Ja. Okay, hier provoziert Schwarz den Weißen zu B4. Jetzt natürlich das Feld C3 ein bisschen geschwächt. Erschwert dieses Manöver, Springer G3, Springer F5 zumindest. Und ja, jetzt entscheidet sich der Weiße auch wieder. Ehrlich zu sagen, verstehe ich nicht ganz, was hier läuft. Ja. Turm C1 zum Beispiel, warum tauscht Schwarz? Sieht er etwas konkreter? Warum spielt er nicht Turm C4? Ja? E4 so naheliegender Zug, dann, wenn man schon einen Stutzpunkt auf Linie hat. Ja, warum vielleicht kann man diesen Punkt nicht wirklich halten, oder? Turm C4, Turm C2. Turm C2 dann. Ja. Vielleicht bringt das nicht wirklich was in der Steuerung. Okay. Aber mir fast das lieber irgendwie dann opfern, dann diese dumme Bauern und das Spiel zu haben, ja. Als dann immer hier leiden unter dem Druck. Ja, aber vielleicht hat er dann berechnet und sieht, dass es noch nicht gereift. Ja. Aber auch Turm E8 fand ich ja eigentlich sehr ansprechend. Ja. Wie wir schon erkannt haben, durch die Türme ist. Aber nicht beide Türme, nicht Turm tauscht, ist die uninteressanteste von allen Optionen. Schon, ja. Wenn schon, dann sollte man versuchen, dann spielen. Aber Turm E8 gefällt mir jetzt. Das Zurückstellen, Turm E8 einfach, dein Vorschlag, nein, Turm C8. Es kam hier Läufer A4. Ja, okay, aber ich wollte da deine Variante hier, Turm E8, ja. Was hat ihm gestört hier? Ich denke, Weiß sollte diesen Punkt wahrscheinlich verteidigen. Ja, okay, Turm C3. Ja, gut, jetzt etwas wie H5 ist logisch. Da kann man noch spielen, durch ja nicht. Ja, aber es muss ja natürlich auch manchmal aufpassen, ob nicht sogar taktische Motive in der Stellung sind. Ja. Manche Situationen mag vielleicht Läufer schlägt G4 eine Idee sein, also H schlägt G4, Läufer schlägt G4, Springer E4. Vielleicht sogar mal dieses Motiv Turm schlägt G3 und eine Fesselung sollte der Weiße unvorsichtig sein. Also ja, oder so ein Opfer auf G4 mit Springer nehmen und auf E3 dann nehmen. Mhm. Auf jeden Fall etwas könnte noch hier vorstellbar sein. H5 wäre durchaus eine plausible Idee für Schwarz, um weiße Stellen zu schwächen. Ganz genau, ja. So könnte man spielen, okay. Aber vielleicht ist schon ein bisschen Zeitdruck und die müssen dann schon, oder? Wir können mal auf die Uhr gucken, es ist 12 Uhr, wir haben um 9 Uhr angefangen, das heißt, es sind 3 Stunden gespielt.
Hängt natürlich davon ab, wer mehr Zeit verbraucht hat. Wenn beide gleichmäßig Zeit verbraucht haben, sollten sie wahrscheinlich so 20 Minuten haben. Haben wir keine Uhrzeit? Die Uhrzeit sehen wir hier drüben. Das können wir jetzt leider nicht den Zuschauern sagen, das sehen nur wir. Also hier steht 35 gegen 3 Minuten, also tatsächlich der Schwarzspieler hat relativ wenig Zeit hier. Schwarz unter Zeitdruck, ja. Das ist dann vielleicht dementsprechend auch ja, die Ungenauigkeiten. Können wir nicht erwarten, dass er alles so genau dann einschätzen und... Warum hat er dir so viel Zeit gebracht, das ist natürlich die andere Frage. Da muss ihn sein Trainer beschäftigen. Gut, also das ist die aktuelle Stellung. Weiterhin war es still angenehmer? Etwas, aber es bleibt immer noch nicht so weit weg wahrscheinlich von Gleichgewicht. Allerdings jetzt dieser neue Faktor, Uhrzeit, ja, wahrscheinlich wird jetzt größere Rolle spielen. Natürlich. In der weitere Verlauf. Allgemein, die Zeit ist ein Riesenfaktor und auch so eine unangenehme Stellung ist gar nicht so einfach zu spielen, wie wir eben gesehen haben. Kleine Ungenauigkeiten. Wie kriege ich auch einen Kommentar von einem Zuschauer? Vincent steht wieder. Wir hatten gerade vorhin gesehen, vielleicht können wir nur einmal ganz kurz zurückspringen, was passiert ist. Ja, die Stellung ist weiterhin sehr, sehr stabil. Also wir hatten gesehen, dass... Etwas passiert, auf jeden Fall. Genau, ja. Also wir hatten gesehen, Schwarz hat die Dame gewonnen gegen Turm und Figur. Aber der Angriff hat sich hier verflüchtigt. Er hat es hier tatsächlich hingekriegt, irgendwie eine relativ stabile Stellung zu bekommen? Ja, gut, die Frage war eigentlich immer die Damenflügel. Und wenn Schwarz einfach die Bauern dort tauscht auf die Damenflügel, dann das ist natürlich für Weiß eine Erleichterung. Genau, das ist genau das, was ja. wir hier eigentlich und sehen. Und genau in der das ist dann passiert eigentlich. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er Turm B1 einfach nicht gerechnet, hat vielleicht nur irgendwie Schlagen gerechnet und irgendwie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Entwicklung ja, das hat einfach Bauern abgegeben für nichts. Ja. Ja, das ist dann für Vincent ist schon eine traumhafte Entwicklung. Jetzt hat er mindestens stabile Stellung. Ja, und sehr gut, Remis schon sind gerade, weil der Spieler irgendwie keine wirklichen Jetzt, Stützpunkte hat. Jetzt hat er keine Felder. Ja. Nein, aber das war dann einfach große Versehen von, ich denke auch, von Raphael. Ja. Verschulden möglicherweise wieder Zeitnotphase. Dann, ja, das kann gut sein. Ja, weil dieser B5 nervöse Zug eigentlich... gar nicht notwendig, weil... Also wir sehen hier, Vincent hat 43 Minuten sogar noch auf der Uhr. Der Gegner, da steht Zeit, das wird nicht der Fall gewesen sein, also sie sind ja auch schon über dem 40. Zug, aber vermutlich war er wirklich in Zeitnot. Wobei dann trotzdem sich nicht erklärt, wieso er dann immer solche man, Züge man macht. Man könnte natürlich jetzt in Retrospekt sogar sagen, vielleicht war das die Damengewinn nicht die beste Option für Raphael. So gut hat er gestanden. Dann wäre vielleicht Läufer halt ja, vorhin schon Läufer H3 etwas gar nicht der beste H3, Zug dann, gewesen. Ja. Weil da mindestens und praktisch, dann war dann jetzt einfacher für Vincent das zu verteidigen. Hier, was hatten wir vorgeschlagen? Einfach abzuwarten ein bisschen? Ja. Wir hatten vorgeschlagen abzuwarten. Ja. Einen klaren Plan konnten wir auch noch nicht entwickeln. Wir dachten, das ist vielleicht eine leichte Verbesserung der Stellung. Ja, es wäre interessant jetzt zu sehen, was hätte dann Vincent König F2 oder was hätte er dann gespielt. Ja, das, aber auf jeden Fall könnte man auch mit Dame dann besser dann agieren. Ja, das war dann auch nicht. Ja, natürlich. Also die Verteidigung ist gar nicht so schlecht, die der Weiße gewählt hat. Es ist irgendwie nicht ganz klar, wie Schwarz hier vorwärts kommen muss. Ich habe dann schon mit F4 das angedeutet, ja, diese Verteidigung. Genau so, ja. Idee, ja, dass er dann wollte, Dame F3, dann König so. Gerade noch rechtzeitig hat er dann verstanden, das muss jetzt schnell etwas finden. Ja. Und Schwarz hat nicht die ganze dann. Ja, er hat nicht Besseres gefunden, als die Dame zu gewinnen, aber hier... Ja, aber jetzt ist schon okay, ja. Sehr schwierige Stellung. Könnten wir sagen, das ist dann jetzt, kann man das halten. Ja, ich denke auch, ja. Ich überlege gerade, ob Weiß vielleicht sogar irgendwelche Pläne hat, aber ich vermute, dass es doch sehr, sehr weit hergeholt. Bisschen, ja, ja. Aber wenn die Dame so passiv dort bleibt, dann okay, dann kann Weiß auch probieren, dann zu spielen. Irgendwie ja, vielleicht, ich hatte irgendwie die Hoffnung, so vielleicht den Turm nach H1 und dann Läufer H5, Läufer G6, wenn ich das irgendwie mal schaffe, einen Turm eindringen kann. Ja, genau. Aber so, was nutzt Schwarz die Dame, wenn sie dann auf F8 oder dort genau steht? So, ja. Da kann Weiß dann ruhig dann spielen. Ja? Die Dame ist nur wird gefährlich irgendwann, D1, F1 und so, dann wird das Gefahr. Ja, die Dame sollte sich hier beeilen, das hier grundsätzlich, wenn wir das noch ein bisschen zurückgucken, ich bin sicher, dass etwas schief gelaufen in dieser Phase für Schwarz auch.
Schon ein bisschen früher? Schon damals H5 war eigentlich ein Zug, den wir dachten, dass irgendwie logisch wäre, oder? Also entweder G4 provozieren. Ja, zum Beispiel, das wäre dann eine Option, aber die wichtigste Option war, dass irgendwo das, da muss man, die Dame muss aktiv bleiben. So wie das wir das bekommen hatten, ja. Irgendwie, das wäre dann natürlich auch ein bisschen auch mit Risiko verbunden, weil die bauen G6 und Flügel. Aber wenn die Dame kommt. Ich bin im Allgemeinen überlegen, ob man nicht vielleicht diesen Turm sogar auf dem Brett lassen sollte, wenn man jetzt die Möglichkeit bekommt. Ich weiß nicht, inwiefern vielleicht aber schwer, weil es verdoppelt wahrscheinlich. Oder, ja. Ja gut, aber wenn ich hier F5, kann ich hier das Zentrum aufmachen? Okay, das wäre vielleicht bestimmt interessante Option. Also mit der Dame gegen den König, wenn ich noch ein bisschen mehr Material habe, kann ich natürlich hier auch einen Angriff möglicherweise starten. Auf jeden Fall, was er nicht geschafft hat, die Dame dann so aktiv zu behalten. Ja. Die Rollenverteilung ist falsch. Ja, die Dame sollte nicht die Bauern decken, hier, die Flügel, ja, sondern die anderen Figuren müssen dann verteidigen und Dame muss aktiv spielen. Ja, und hier hat das wahrscheinlich durch Zeitnot, hat Raphael, der dann vorher riesige Partie gespielt hat, hier ein bisschen den Faden verloren. Faden verloren, ja. Es war vielleicht auch psychologisch ein schwieriger Moment. Also man hat gerade den Materialvorteil gewonnen, also man hatte irgendwie diesen Mattangriff. Hat er Material gewonnen und stellt dann vielleicht erst fest, die Stellung ist noch gar nicht so einfach gewonnen, ja, wie er vielleicht ursprünglich dachte. Ja, das ist fast das Thema der Runde. Ja. Man hat die Initiative, kann man Material gewinnen, sollte man das tun oder vielleicht noch überlegen, vielleicht noch weiter anzugreifen und dann später noch mehr rauszuholen. Ja, das hast du ja vorhin schon. Es ist eine schwierige dann, Situation. Ja. Das ist wirklich, wo oft Fehler passieren. Mhm. Ja. Kann man gut nachvollziehen. Also wie gesagt, richtiger Kommentar vom Zuschauer, Vincent steht wieder, hat hier eine normale Stellung erreicht und ja, das Endspiel kann sich natürlich gewonnen, sehr, sehr lange ziehen. Einfach noch bauen gewonnen. Jetzt hat er dann mindestens nominell fast alles in Ordnung, ja. Mhm. Okay, und wir sehen keine guten Felder für den Springer, weil mit dem Springer, ja, das ist jetzt. Vielleicht wäre eine Route langfristig über B6. Das wären jetzt ziemlich viele Pfeile, dafür entschuldige wohin, ich mich jetzt schon. Aber wohin dann zu bringen? Ich wollte nach B6, A4, wenn ich das vielleicht schaffen könnte, wäre ich irgendwie glücklich. Ja, also auf jeden Fall, diese Änderung aber ist sehr, sehr glücklich für ihn. Ja, er kann im Moment sogar in der Tat überlegen, ob man nicht weiterspielen kann. Ja, ja. Gut. Interessantes Endspiel. Wir hatten bisher noch keine Zeit, überhaupt in die U14 zu schreiten. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Wunschpartien hier aus dem Saal? Vom Server habe ich auch noch keine Wunschpartien, dann können wir uns hier frei entscheiden, was wir uns angucken möchten. Wie wäre es mit der U14 weiblich? Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht angeguckt. Nein, gar nicht. Schauen wir mal an. Dann gucken wir mal, wie da sich die derzeit Führenden schlagen. Das ist die Charlotte Zanatti, führt, glaube ich, mit einem halben Punkt die Altersklasse an. Diana Schneider war natürlich die Nummer 1 der Setzliste, ist sicherlich eine Favoritin. Vielleicht, weil wir jetzt schon relativ weit sind, machen wir die Eröffnung ein bisschen schneller, den Durchlauf. Ja. Obwohl wir wahrscheinlich beide sehr viel Spaß daran hätten, das hier ausführlicher zu kommentieren. Das ist alles Theorie. Deswegen alles Theorie, alles Französisch, das Hauptvariante. Überbrücken. Läufer E7. Ist schon etwas außerordentlich. Ist eine kleinere Variante, definitiv. Ja. Mhm. Läufer D6 ist natürlich der natürlichste Entwicklungszug. Hauptzug, ja. Ja. Läufer E7, Hade, Läufer G5. Ja, beide entwickeln sich hier sehr logisch, ganz klar. König H8, Turm C1, Springer G4. Schwarz tauscht hier freiwillig den schwarzfeldigen Läufer. War das hier notwendig? Hätte man nicht vielleicht einen normalen Entwicklungszug wie Läufer D7 nicht bevorzugen können? Im Moment verstehe ich sowieso noch nicht den Plan von Schwarz. Ja, ja, das ist ja auch so mein Problem mit Springer G4. Angefangen mit Läufer E7 und dieser Aufbau. Mhm. Deswegen, ich glaube, das lief ein bisschen schief für Charlotte. Ja? Vielleicht kannte sie sich auch einfach nicht so gut aus in der Variante. Vielleicht
Oder wollte sie dann wieder Vorbereitung abzuweichen und etwas Neues zu spielen und anderes zu spielen? Ja, aber wie du sagst, Läufe E7 passt schon nicht 100% eigentlich Nein, ins Konzept. Das ist dann schon das ist Anfang, das ist zu passiv dann für diese Struktur. Läufe schreit auf dem Feld D6, ja, dort sollte er stehen. Genau so, auch in dieser Störung würde ich überlegen, Läufe D6 einfach zu spielen und Läufe natürlich zu stellen. Wäre dann eine Option, natürlich aber schon mit Tempoverlust. Mhm. Das wäre dann schon nachteilig gewesen. Okay, Springer G4 ist zumindest konsequent. Und das, was du sagst, dann dieser Abtausch, normalerweise Weiß muss arbeiten, bis er dann schafft diese Ja, man sieht ja häufig, irgendwie, wenn der Läufer auf D6 steht, dieses Manöver, Läufer G5, Läufer H4, Läufer G3, wobei es viel Zeit eigentlich investiert, um diesen Läufer abzutauschen. Oder ist die Situation so, dass Läufer steht auf D6, Dame auf C7, man spielt G3, schwächt ein bisschen schwächt den die Stellung und dann um Läufer F4 zu spielen. Hier ist das praktisch freiwillig gelaufen. Das ist keine so gute Zeichen, natürlich. Dann steht Weiß ziemlich gut. Muss nur nicht Qualitätsopfer auf F3 Genau, da muss man natürlich immer aufpassen. Ja. Wobei ich glaube, in der Stellung aktuell wird das sogar nicht mal mehr drohen. Also ja, das muss eine sehr angenehme Stellung für Weiß sein. Ja, es ist dann auch so. Ja. Sie spielt hier Läufer B1. Wollte Matt setzen. Auf vielleicht versuchen, Matt zu setzen, ja. Bestimmt gibt es Alternative, weil so gesunde Stellung für Weiß einfach H3 zu spielen, Springgewerk jagen und dann, und dann konzentrieren auf schwarzen Felder, Dame D2, Turm 1, ich weiß nicht, Springgewerk, irgendwann nach der Einfach normale Entwicklungszüge auf F5 zu spielen. Ja, und Schwarz es ist hat viel schwieriger für Schwarz dann hier, ohne Schwarzfelder Geläufe eine schlechtere Stellung zu verteidigen. Ja. Wäre schwierig, ja. Deswegen Läufer B1 ist, spielt auf Matt, aber hier gibt es andere Ziele dann eigentlich. Ja? Das sollte nicht nur dann Angriff auf König sein. Wahrscheinlich falsche Wahrscheinlich Zug. Ein bisschen falsch oder ein bisschen ungenau vielleicht. Ja, diese Richtung ist nicht ganz stimmt von Spiel. Da gibt Schwarz vielleicht die Pause dann, was er brachte. Genau jetzt, jetzt droht schon Turm schlägt F3, das ist dann... was lästig ist. Ja, deswegen hätte ich dann schon diese Springe weggeschubst mit H3, damit er nicht stört. Ja. Interessanterweise, selbst nach H3 hier würde wahrscheinlich Schwarz zum Schlag F3 folgen lassen. Ja, da muss man es auf G4 nehmen. Dann hätte sich natürlich die Struktur ein bisschen geschwächt. Mhm. Also auch das ist natürlich eine angenehme Option. Also man hat nicht mehr die Option mit H3 hier den Springer zu kicken. Damit aber D3 war sicherlich geplant. War geplant, aber Schwarz in der Tat einfach mit G6 das parieren. Das parieren. Ja. Wieder dieser Plan, eine Batterie zu bilden auf Diagonale, wäre vielleicht sinnvoller, falls Schwarz irgendwo H7, H6 schon gespielt hätte. Dann wäre dann natürlich ganz andere Geschichte. Aber so, Schwarz G6, H7 stellen kann und weiße Batterie zu entschärfen, das ist nicht ganz kräftig. Ja. Yeah. Okay, Springer G3, Springer gespielt auch. Auch sehr logisch, ja. Und ja, Schwarz hat es hier irgendwie geschafft, so ein bisschen Initiative zu bekommen. So ja, ein bisschen das Ganze zu neutralisieren. Weiß es hier ein bisschen unter Druck zumindest. Ja. Und jetzt muss etwas geschieht. Die Partie lief ein bisschen aus dem normalen Bahn, H3. Eben, jetzt kam H3. Ja, wie schon denken, ein bisschen spät, aber was passiert jetzt? Springer G3, wow. Schwarz sieht hier eine hübsche Taktik, um sich ein bisschen zu befreien, beziehungsweise um den Springer einfach auf ein besseres Feld zu entwickeln. Mein Schwarz hätte hier wahrscheinlich auch Springer G3 machen können. Ich vermute, dass dir das hier nicht so gut gefallen hat. Ja. Hier wird der Weiße schnell wieder aktiv und ja, der schwarze Damenflügel ist natürlich auch noch nicht fertig entwickelt. Schwarz ist noch gar nicht entwickelt. Also weiterhin ist hier Weiß sicherlich noch im Vorteil. Wir haben das ja noch kritisiert, aber vielleicht war das alles so gut durchgedacht. Ja? Vielleicht war es Wenn gut sie das durchgedacht. Schafft, so eine Stellung zu bekommen, dann alles wunderbar. Mhm. Gut, aber wie gesagt, Springer G3. Springer G3, jetzt diese Entwicklung. Turm E1, also natürlich, F-Schläge G3 gewinnt hier nicht die Figur, der Springer auf G3 hängt. Das war nicht gefährlich. Und auf Zwischenschlagen auf F5 würde hier einfach Springer schlägt F5 folgen. Schwarz würde sich konsolidieren. Insofern Turm E1 ein ganz nützlicher Zug. Turm E1 ist ein sehr schöner Zug. Zwingt den Schwarzen hier zu Springer schlägt G3. Und jetzt nimmt Weiß nicht den Springer auf G3, um seine Struktur zu schwächen. Um diese Schwächung zuzulassen, sondern schlägt auf E3 zurück.
Ja. Nach F schlägt G3 könnte man Turm schlägt F3 überlegen zum Beispiel. Ja. Das stimmt und, natürlich, das ist ja, taktisch sogar noch, taktische dann Optionen. Deswegen, ja gut, das ist dann das wäre, funktioniert natürlich nicht. Wäre falsch. Ja. Müsste ich jetzt natürlich E3 aber machen. Wir sagen, dass trotzdem, trotz dieser kleine Schlagabtausch. Ich glaube, diese langfristigen Vorteile für Weiß ist ja, geblieben. Ja. Nichts passiert, ja, okay. Ich finde die ganze Abwicklung eigentlich für Weiß eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Gar nicht so schlecht also gelaufen. Wenn so ist das, zum Beispiel hier könnte Weiß schon einfach Dame E5 spielen. Ich denke auch, Damentausch wäre hier eine sehr, sehr hübsche Option. Eine Option, aber auch fast jeder Zug wäre dann sinnvoll, Dame G5 oder sowas zum Beispiel auch, ja. Man kann einfach ruhig spielen hier. Dame E5, Dame schlägt, Springer schlägt E5, fertig. Dann also du möchtest ja den Bauern opfern, einfach also wieder C7, für die Initiative. Dann, ja, das hat schwarz Schwierigkeiten hier, Züge zu finden. Ja, ja die Steuerung ist nicht wirklich einfacher geworden für Schwarz. Nein. So, das sagen wir, das war dann möglich, so zu spielen, was Jana gemacht hat. Aber auch Läufer F5 gefällt mir prinzipiell gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, das ist klarer Vorteil einfach. Ja. Ganz schön wäre natürlich, wenn man jetzt noch den Damentausch zwingen könnte und diesen ewig gegen diesen schlechten Läufer spielt. Turm F5 ist natürlich ein vernünftiger Zug. Gut, man kann fast sagen, dass fast auf strategisch auf Gewinn steht, ja nicht? Ja? Ich denke, das ist wirklich kurz davor an diesem Punkt. Springer E5, auch sehr logisch, nimmt hier die Entwicklung mit Läufer D7 ein bisschen raus. Gut, und jetzt kommt König G8. König G8, ich würde tatsächlich dennoch überlegen, ob ich nicht einfach schnell Läufer D7, selbst wenn ich hier den Bauern verliere und irgendwie Gegenspieler reiche. Aber vielleicht hatte sie Angst von möglichen Kombinationsspringen, Schlägt G6, ich weiß jetzt nicht. Ja. Es könnte dann so eine Erklärung sein für Königzug. Ja. Ist es wahrscheinlich noch nicht reif. Ja, aber ich glaube, das ist nicht wirklich realistisch. Ist nicht wichtig, aber es muss man das alles berechnen und das ist ein bisschen gefährlich und deswegen Königzug. Aber Königzug könnte fast zum Partieverlust führen, wenn wir das jetzt. Ja, aber ich muss auch ehrlich zugeben, auch dieses Endspiel sieht sehr, sehr grausam aus. Also selbst wenn Weiß einfach nur diesen Bauern gewinnt, beide weiße Türme haben die offenen Linien. Das stimmt. Das die Türme können auf der siebten Reihe einbringen. Das ist ein einfacherer Grund, warum nicht. Ja. König G8. Allerdings jetzt Turm C3 für mich ist fast kleine Begnadigung. mir gefallen zum Beispiel Züge wie Dame A3. Dame A3 hast du gesehen? Zum Beispiel. Okay, es ist jetzt nicht der einzige Zug, man kann die Dame auch behalten. Aber die Idee, Turm auf C7 zu bringen. Ja, und wieder dieses Problem, einfach Schwarz kann sich hier nur sehr, sehr schwer entwickeln. Ja. Und Läufer nicht im Spiel zu lassen. Und dann Turm auf C7 und dann bin ich gespannt, wie ich Schwarz da. Auch ähnliche Idee. Dann mit Dame C7. Das. Aber wenn Dame dort auf, wenn Turm dort auftaucht, wäre das Katastrophe. Ja. Ich wollte noch Läufer, damit Läufer gar nicht in der Partie. Dann bleibt er als Angriffsobjekt. Wahrscheinlich schon hoffnungslos stellen. Schauen wir, dass wir dann Partie gelaufen. Also die Partie kam Turm C3. Das ist etwas langsam, von Geschmack. Ja, dann, aber vielleicht immer noch sehr gut. Ja, schauen wir weiter. Läufer D7. Läufer D7 jetzt, das Opfer natürlich ein bisschen besser, da das König schon ein Stück rangekommen ist. Ja. Jan entscheidet sich ja auch, das Opfer gar nicht anzunehmen. Ja, einfach spielt einfach Turm C1, sehr logisch. Es folgt Turm E8. Und ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich hier einfach nehme und den Turm auf die siebte Reihe stelle und Dame H6 spiele. Wie verteidigt sich hier Schwarz? Stellst also schwierige Fragen. Vielleicht überlebt er das noch, aber ich meine, ich kann natürlich jetzt einfach den Bauern auf B7 gewinnen. Nein, aber das ich wollte ist ursprünglich besser. Matt setzen, aber Matt ist gut. Ah, Turm C8 geht hier einfach. Ja, Matt ist gut, ne? Ja. Matt ist gut. Ein bewahrtes Mittel, Partie zu gewinnen. Ja, dass man Turm F7 ist ja auch keine wirkliche Verteidigung mehr. Nein, das hier war mehr drin, sie hat ungenau gespielt. Ich weiß jetzt nicht wieder, wie Zeitsituation. Das ist klar, das ist gewonnene Stelle. Quasi hat strategisch voll überspielt den Gegnerin und verschiedene Optionen gehabt. Aber manchmal, gerade das ist schwierig. Man hat zu viele dann gute Züge, dann.
Ja, sie hat jetzt Dame H6 und möglicherweise hat Zug. Sie wollte das Manöver wahrscheinlich vorbereiten. Vorbereiten und dann hat Turm H5 Verteidigung vielleicht übersehen, aber es ändert für Schwarz leider nicht, ja, an Charakter der Stellung. Ja, das, dieser Spring G5 ist so viel besser als Läufer D7. Auch Türme sind so gut. Ja. Deswegen eine Unaufmerksamkeit ändert noch nicht viel. Ja. Schauen wir mal, wie das weiterläuft. Ja. Das kann Dame 4. Aber irgendwo muss Weiß eine Variante berechnen und Partie beenden. Ja. Das wäre dann ratsam. Ja, und jetzt Dame G4. Das ist auch schon das wieder sowas, eine, was mir... Eine Kleinigkeit folgt die anderen. Dann Dame G3 vielleicht wäre dann Option, ja, für Weiß. Ja, wie gesagt, die Dame stand meines Erachtens auch auf E3 deutlich stärker, als sie jetzt nach diesem Manöver mit Zeitverlust auf G4 steht. Ja, stell bitte Dame auf G3 für eine Sekunde. Es kommt im nächsten Zug. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte nur das, zeigen. Falls jetzt Turm E7, dann springt schlägt G6. Das ist so ein Trick. Ja? Es wäre dann gute dann Falle, ja? Gewesen. Ja? Und dann für Schwarz jetzt einen Zug zu finden, da bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja? Sonst kommt wahrscheinlich Turm F8. Möglich. Ja, dann Turm C7, sagen wir, und wie decken wir das jetzt alles? Keine Ahnung. Ja, ja. Das ist dann ein bisschen schwierig. Ja, ja, weiter in die Stellung natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, ja. Aber gut, das. Ja, damit geht 3 sofort natürlich viel stärker. Das war dann schon einige Möglichkeiten, schon vorher die Partie praktisch. Zum Schluss noch ganz kurz eine Frage. Nach Turm C7, der war ja Turm 8, vielleicht noch Läufer C6. Hier, Läufer C6, genau. Turm schlägt H7, das ist noch kein Matt. Ich wollte das. Natürlich für Schwarz ist das ein bisschen brutal alles. Dame H6 Schach jetzt. Und Turm C3, sind wir mit Matt, oder? Turm schlägt E5. Ich habe gedacht, das ist Matt, aber vielleicht ist es kein Matt. Ja? Bauen schlägt E5. Ja, auch weiterhin. Natürlich. Schwierig, ja, immer noch schwierig bleibt. Aber, nein, aber es ist jetzt Dame C5. Es sind noch ein paar Verteidigungsideen drin, aber dann Schach und Dame schlägt D6. Aber vielleicht kann ich auf D8. Ja? So, ja. Am Ende noch nicht. Nein, andersrum. Wir müssen irgendwie anderes angreifen. Ich wollte nur die Variante kurz zeigen. Ja. Aber, ja. Ja. Okay, das war dann noch nicht so einfach. Ja, Turm C7. Nur was ich sage, dass man muss irgendwo dann die Partie beenden, auch wenn man so überlegen steht. Und dann muss man. Hier, in diesem Moment. Und dann genau so, warum kompliziert, wenn einfach geht. Ja. Ich kriege 3, springe E7. Ja, und dann springe E7 Zwischenschach. Das ist dann die. Warum muss man was opfern, wenn eine Routine Lösung gibt? Genau, so muss man Schach spielen, so einfach wie möglich eigentlich. Ja, ja, das wäre dann wahrscheinlich leichterer Gewinn. Und jetzt noch, wenn die Partie sich verschleppt, natürlich hat man die Chance dann, ja, vielleicht überleben. Ja, und, ja, aber gut, ist das wirklich so? Auch hier weiterhin. Hier gibt es natürlich auch dann Opfer, dann ja, auf, sagen wir, ja, aber ist das matt? Ja, das, ja, jetzt wird das komplizierter und das ist nicht gut. Warum eine ist es Sekunde, nicht matt? Ich glaube, ich sehe noch, weil ich sehe kein matt. Baron nimmt, Dame nimmt, Turm zurück und dann Turm F8 kommt. Ja, Turm F8 geht einfach, ja, das ist richtig. Ja, das ist dann. Es ist sehr gefährlich alles, aber okay, weil es hat natürlich andere Züge hier. Warum kompliziert, wenn vielleicht Turm C7 geht? Ja? Schauen wir Turm C7. Aber B3 gespielt. Es gab schon neue Züge, sie hat Dame H4 wieder gemacht. Dame H4, okay. Kann man spielen natürlich, Dame H4. Turm G7. Aber Turm C7 scheint mir dann wieder einfacher zu sein, ja? Stattdessen, schauen wir mal. Ja. Versucht dann Dame B2 noch, ich weiß es nicht, ob das geht. Ja, schauen wir mal an, Dame B2.
Ja, aber die Stellung ist schon schwieriger geworden. Ja, also. Aber zum Beispiel, wenn jetzt Dame H4, dann das ist eine bessere Variante, ja? Dann sagen wir dann plump. Geht dann A3 vielleicht noch? Ja, aber auch das ist sehr schlecht für Schwarz. Ach, B7 wirst du schlagen, okay. Vielleicht bessere Strategie dann einfach zu spielen. Dann, ja, das, diese Springe ist gewaltig. Schauen wir mal einfach, ob dann etwas dort passierte, etwas Charakter der Stellung geändert hat, aber wahrscheinlich nicht viel. Interessanterweise ist es Schwarz, der hier versucht, irgendwie den Charakter zu ändern, aber. Ja, es ist wahrscheinlich eher ein Versuch, sich ein bisschen Raum zu schaffen, aber auch das etwas zu machen, weil es hat so schlecht gestanden, dann muss man schon es was tun. Es kann nicht mehr schlechter werden, kann nicht lieber schlechter nach vorne werden. Spielen. Genau, das ist dann dieses Motto. Dann. Und eigentlich, warum geht weiß nicht nach H6 und so weiter? Viele, viele offene Fragen zum Beispiel. Hier Dame H6. Sieht für mich sympathisch. Das Problem, ich weiß nicht, wie das mit Zeit, Problem, das muss man hier etwas wieder konkret berechnen, ja, zum Beispiel Dame schlägt D4, und ob Jana dann dazu Zeit hat, ist nicht Zeit und Phase, weiß ich nicht. Sie hat hier immer noch 8 Minuten, also... Immer noch 8 Minuten, aber noch relativ viele Züge, und dann muss man entscheiden, rechne ich jetzt dann 3-4 Minuten vielleicht präzise, oder mache ich einen Zug schneller, und dann, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Stadt natürlich riesig, ja. Man will in so einer Situation vielleicht Vorteile ein bisschen verwalten und dann, ich weiß jetzt nicht, nach 40 Zügen bekommt man Zugabe. Nach 40 Zügen bekommt man Zugabe. Genau, nach 40 Zügen vielleicht dann ein Versuch unternehmen. So falsch ist das auch nicht. Ja, dann paar schnelle Züge jetzt. Ja. Aber Gefahr besteht, dass man vielleicht etwas übersieht. Und so hier zum Beispiel Variante, weil es ist lustig. Dame schlägt D4. Ja. Und wir gewinnen, glaube ich, jetzt einfach mit Springer schlägt D7 wieder nach dem Motto, einfach ist besser als kompliziert. Ja. Gewinnen nicht, ja. Weil Turm F8 kommt oder was. Okay, eine Sekunde, dann zurück. Ja, das ist schon zu kompliziert. Turm C8 Schach war Alternative, ja, hier. Dann die Frage, was macht Schwarz hier? Sofort Turm F8. Dann wollte ich nehmen Dame F6 und nach Königzug Springer schlägt. Nein, dann ist es matt, ja, oder Springer schlägt D7. Mit wieder dieser Dame schlägt G7 noch einfacher. Ja, mit diesem Motto. Ja, das wäre gewonnen. Turm nehmen auf C8 zuerst. Schauen wir mal, was ist das ändert. Turm nehmen, Turm F8. Dame schlägt D6, Partie beendet. Ja. Ja, Partie beendet. Ja, das ist was die Problem von Jana, die hat dann einige Optionen, ja, aber man muss ein bisschen Zeit investieren in den richtigen Moment. Und diesen Moment zu spüren, das ist jetzt der richtige Moment, jetzt kann ich forciert gewinnen, jetzt rechne ich 5 Minuten und dann, das ist wahrscheinlich, was gefällt. Ja. Ob man das Ruhe bewahren kann. Die Partie dann läuft weiter. Jeder weitere Zug für Schwarz ist eine fast Zugabe dann hier in dieser Partie. Ja. Das ist Verbesserung für Schwarz. G5 H6 hat Verbesserung. Verändert, ja. Jetzt die Schwarze Felder schon nicht mehr so schwach wirken. Ja? Und die Bauern dort aufgestellt hat, das schon, sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, es ging ja auch weiter, Turm C7, Läufer E8, Turm C8. Jetzt traut sich die Weiße zumindest einmal aktiv zu werden. Ja. Turm F8 und jetzt wieder der Rückzug Dame D1, ein bisschen überraschend für mich. Ja, wahrscheinlich, der Rückzug ist schwer zu erklären eigentlich, weil es hat nichts gedroht, glaube ich. Ja? In diesem Moment hat gar nichts gedroht. Ich sehe zumindest nichts, nein. Ja?
haben wir recht. Ja. Deswegen, die Züge wie Turm C6 wird dann so ein Angriffsspiel überlegen. Ja, hier, Turm C6, können wir das anschauen? Turm C6? Ja, aber das wahrscheinlich noch funktioniert nicht. Bauern schlägt C6, Dame schlägt D6, König H7. Ja, das ist jetzt dank dieser G5 neue Optionen für Schwarz und Angriff kann noch weitergehen, aber ich sehe noch keine einfache Sieg. Springer G4, aber es ist jetzt schon zu kompliziert. Ja. Wieder müssen wir das wahrscheinlich. Das sind einfache Züge. Einfachere Variante, weil zu komplizierte Variante gehen nicht. Aber Dame D1 ist nicht die Verbesserung. Es gab keine Drohung. Warum Dame D1? Ergibt keinen Sinn für mich. Ja. Wenn Schwarz nicht droht. Bei Springer G4, oder ist das die Idee? Ah, dann ja, wäre es mit der Springer G4. Nein, was war dann die schwarze Drohung? Kontrolle noch nicht, aber sie hat diese Punch nicht, ja? Und dann Schwarz dann in die Partie. Zwar auf, dann steht weit hinten wie im Tennis, aber noch ist in der Lage, dann die Ball zurückzubringen. Ja, und dann, ja genau, dann noch ist das in Partie dann jetzt. Ja, weil natürlich Charakter der Stellung ist nicht wahnsinnig geändert, Springer ist dominiert, ja, dann ist viel bessere Figur als diese Läufer dann und Weiß hat dann aktivere Türme, also alle, eigentlich alles gut. Hätten wir nicht die Feuergestellung gesehen, ja. Ja, wenn wir dann nicht Feuergestellung gesehen, wo dann leichte Sieg war, dann hätten wir gesagt, wow, was für eine fantastische Stellung für Weiß. So, ich würde vorschlagen, wir sind jetzt schon 2 Stunden durchgehend am Kommentieren. Sollen wir vielleicht mal nochmal zurückspringen zu den anfänglichen Partien? Genau, schauen wir, was dort passiert eigentlich. Es gab zwar noch ein paar Partiewünsche. Wenn ihr Partiewünsche habt, auch im Chat, könnt ihr die bitte mit Altersklasse angeben, weil ansonsten tun wir uns hier sehr schwer, die immer zu finden. Dann könnten wir auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen vielleicht zur ersten Partie zurück. Wir hatten Jankelevic gegen Jonas Lampert die Partie angeguckt. Wir sind mit der Eröffnung sehr, sehr glücklich für Schwarz gewesen. Ja, und was passiert eigentlich? Weil wir dachten, dass er hat Bauern genommen und gerade das waren wir nicht sicher. In diesem Moment, du hast gedacht, Turm D7 einfach. Genau, mein Vorschlag war Turm D7 gewesen. Ja, und einfach weiter dann Initiative zu pflegen. Jetzt schauen wir einfach, was passiert. In der Tat, jetzt kommt die Variante, was wir auch antizipiert hatten, ja, und hier sagten wir, oh, das ist nicht so klar. Genau, ja. Läufer G5, das ja, haben wir noch auf dem Brett. Das ist dann gekommen. So, das war dann unsere Thema Initiative, Material zu gewinnen. Vielleicht war das zu früh von Jonas, ja. Mhm. So, jetzt weiß hat Gegenspiel. Und schauen wir mal, was passiert. H6 kam hier, Läufer schlägt F6, G schlägt F6, B4. Ja. Also weiß nutzt das hier wirklich direkt ja. aus. Der Punkt D4 ist noch ein bisschen schwach. Ja, und jetzt kann auch der König auf C8 mal schwach werden. Ja, ja. Ja, ja. Das ist so das schlimmste Szenario dann für Schwarz angetreten. Ja. Das Initiative ist verloren gegangen. Ja. Und Material jetzt auch muss man zurück abgeben. Ja. Das war dann Remis eigentlich. Ja, sie haben sich ja auch relativ schnell friedlich geeinigt. Mhm. Ich denke, Jonas hat eingesehen, dass sich ein Fehler gemacht hat. Ja, ja. Und dann hier ist vom Vorteil auch nicht mehr viel übrig. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist die Stellung auch relativ nah am objektiven Ausgleich. Noch Remis kann man nachvollziehen, ja, ja. Das, obwohl man kann natürlich auch einfach weiterspielen, denn solche Stellen, denn das ist auch nicht verboten noch. Ja. Okay, gut, also die Partie schon rum. Wir hatten noch einen anderen Wunsch, Fieberg gegen Engel aus der U14, Brett 1, gucken wir da vielleicht noch kurz drauf. Ja, schauen Sie mal, ja genau, das ist erste Brett. Das ist Brett 1 in U14? Ein Wunsch, Brett 2. U16, Kalmar gegen Narunov. Genau, was ist jetzt? Das hatten wir schon länger wir angeguckt vorhin. Ein paar Mal ja. angeguckt, die jetzige Stand, wenn du dann kurz. Wir können ganz kurz gucken, also wir hatten ja, noch gesehen, da gibt es schon viel los. Ja, genau. Schwarz hat sehr gute Stellung falsch behandelt. Ja. Oder absolut falsch. Und weiterhin die schwarze Dame bleibt passiv. Ja, das ist sich dann, nicht so geschickt an. Das gefällt mir irgendwie, findet Schwarz nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass langsam Weiß irgendwie derjenige ist, der hier irgendwie was versuchen bestimmt, könnte. Ja, bestimmt, er wird das jetzt versuchen. Aber gut, das war dann natürlich zu erwarten. Ja. Es kommt hier auch D4 wenn eben. Wenn Schwarz so
Ja, das kommt jetzt ein Gewinnversuch von Weiß. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob das ist jetzt funktioniert. Ja. Jetzt hat er genommen auf C5. DC5, DC5, Turm B1, König C6. Okay. Eben, wie ist dieses Endspiel? Ja, wahrscheinlich ist das jetzt, ja, das wäre vermutlich ein leichtes Remis für Schwarz. Ja, Remis zu halten, ja, das sollte das im Gelingen dann haltbar sein. Ja, so das ist halt, Läufer E2, König nach H5. Lasse ich nicht, kann ich nach H5. Ja. Ich muss probieren, vielleicht Springer nach H6 zu stellen. Ja. Wenn der König die lange Route läuft. Ja, okay, dann muss ich dann irgendwann etwas angreifen während diesem Prozess. Beziehungsweise Springer nach D6 bringen, damit König nirgendwo dann kommt. Ja? Ich denke, das ist mühsam. Und ich denke, man kann in drei Zügen den Springer relativ gut nach B6 überführen. Und dann hat der weiße König auch einen Darmflügel, wieder kein Ending gefällt. Also vermutlich ist es Remis. Aber es sollte Remis sein noch, ja. Weil um die Stellung zu halten, müssen wir dann nur so eine Barriere gegen König aufstellen. Oder, okay, das ist dann ein Versuch, dann bauen einfach umsonst zu bekommen. Warum nicht? Ja? Das ist dann richtig. Droht Turm B5 und schlagen. Ja, dieser Springer auf E7 ist natürlich auch sehr gut, aber was also Schwarz hat nicht gut gespielt. Ja, ja, ist aus fantastischer Position nicht gut gespielt. Trotzdem hier muss man nicht zu euphorisch sein. Sagen wir Springer C8, jetzt Springer nach D6, mindestens E4 anzugreifen. Turm B5, Springer D6, ich will das sehen. Ja, was passiert? Und jetzt Dame aktivieren irgendwie. Nicht Läufer D3? Sondern Turm D5. Turm D5 sagen wir König C6. Vielleicht B7. Ah, vielleicht auf B7, ja, weil wir brauchen eigentlich Figuren, um anzugreifen. Ja, kann man vielleicht mal König G2 machen. Jetzt? Ja, weil ja, wieder, irgendwo, Blitz, wieder sind der König gefährlich. Also egal, das sieht aber super gefährlich aus für Schwarz. Es sieht schon anders, ja. Schwarz hat bessere Zeiten erlebt, das ist dann auch richtig. Eben insbesondere, wenn man es mit dem Anfang von dem Endspiel vergleicht, in dem ja Schwarz wirklich problemlos auf Gewinn spielen konnte, eigentlich gar keine Gefahr hatte. Ich habe ja nur gesehen, wie Läufer H3 kam, das war Vorteil für Schwarz. Die Frage war schon auch damals, ob ist das Maximum rausgeholt. Zum Beispiel, das war dann eine Option, was wir dann auch überlegt hatten, ja, ob dieses Endspiel, was dann entstanden ist, ob das ist Maximum. Aber die Endspiel hat Raphael leider sehr, sehr schlecht gespielt. Und Bauern angestellt, versäumt die Dame, genau in Zeit, versäumt die Dame zu aktivieren, ja, hat er irgendwie unentschlossen dann und falsch gespielt. Und ein sehr gutes Störungsgefühl, wenn er seine Chance bekommt. Ja, ja, der verteidigt sehr zäh und dann kommt er auf einmal wieder zurück und dann nutzt er auch die Chancen, absolut. Er nutzt seine Chancen gut. Ja. Er wirkt wie 16-17, ja. Also so, man muss natürlich noch viel lernen, aber. Man vergisst das, dass er dann nicht eigene Kategorie spielt. Ja. So spielt er dann hier, ja. Er passt schon ins Turnier natürlich schon ziemlich gut ein. Ich glaube, dass. Wenn ich so gucke, seitdem ich Schach beobachte, ja, ich glaube, das ist in den letzten 50 Jahren ist schwer zu rechnen. Ja, aber diese Leistung von einem 10-jährigen Performance in einem Turnier, wie er da in Rheinland-Pfalz oben geschafft hat, in 10 Jahren, wir reden nicht von 12 Jahren. Genau, er ist schon sehr, sehr weit, man hat das gesehen, ja, das, wir freuen uns, ja, das, man hat ihn schon bemerkt, ja, auch im Ausland, ja, dann ja, wunderbar, dass wir können die Karriere mit Interesse verfolgen. Ja. Gute Trainer auch immer dann. Ja. Hat, glaube ich, genug Trainer. Ja, dann, er hat einige Trainer, mit denen er arbeitet. An Mangel von Trainer leidet er nicht, ja. Dann wird er schon sich entwickeln. Also wie die Zuschauer mitkriegen, auch die Leute irgendwie im Skype, im Twitch-Chat oder auf ChessyTV, die Großmesser sind wirklich begeistert von Vincent Keimer und unterhalten sich jetzt schon über seine Zukunft. Wir wollen vielleicht noch nicht so weit gehen, wir wollten uns hier eigentlich auf die Partiekommentierung konzentrieren. Genau. Wir haben noch zwei Partiewünsche, auf die wir vielleicht kurz eingehen können.
Das ist einmal das Brett 5 in der U14 gewesen, Hulinka gegen Hoffmann. Mhm. Ich möchte es nur kurz analysieren, weil die Partie ist schon vorbei. Einfach die Stellung, ja, genau, wir gucken einfach, was passiert ist. Oh. Und die Endstellung hat hier Schwarz gewonnen. Oh. Weil die Dame wohl verloren geht. Aber die Kombination will ich sehen. Schauen wir mal. Genau, wir gucken einfach, was das war bestimmt eine entzückende Kombination. Schauen wir mal, was passiert. Okay, sag mir von diesem Moment. Hier sind hängende Bauern entstanden. Okay, Schwarz hat auf D4 geschlagen. Das ist gut. Schwarz steht gut. Ja, Schwarz hat hier erstmal schon mit Bauern mehr. Aber ich wollte nur diese falsche taktische Entwicklung gab. Läufer D3 gewinnt. Es könnte sein, dass Material. Das jetzt gerade anfängt. Also Springer E7 ist immer noch so ein Gegenschlag, den man hat. Okay. Hätte das Material noch nicht direkt verloren, Dame F3, Läufer schlägt F1. Jetzt hätte man diese Springer E7 Springer C8 probieren könnte. Ja? Wobei auch der Springer auf D2 hängt, dann der Springer auf C8 hängt. Ja, wahrscheinlich. Aber das wäre dann eine Chance. Was hat Weiß gemacht? Turm schlägt F1. Arthur, Dankeschön. Bitteschön, alles Gute. Turm schlägt F1. Hier kam Turm schlägt F1. Und Qualität einfach abgegeben. Genau, das ist dann natürlich nicht so Besonderes. Aber schauen wir die Schlusskombination. Springer F4, Turm schlägt C4, Springer G5. Weiß versucht zumindest anzugreifen. Ja, ja, das ist dann taktischer Schlagabtausch. Ja, genau, Turm D1. Okay, ja. Und ich denke, wir kommen jetzt in die Nähe vom taktischen Manöver. Dame G4. Okay. Das soweit ist ein guter passiert. Zug. Ja. Dann die 3, Dame D3, Springer D5. Ah, und hier kommt jetzt diese feine taktische schon eine Finale, um Widerstand zu brechen. Genau. Ja? Das was dann dort Jani nicht gelungen im Moment, ja, den Widerstand zu brechen. Hier elegant und schmerzlos Partie zu beenden. Das ist natürlich ein guter Stil. Schon eine Partie von Rares. Ja? Rares, ja. Ja, und hier gewinnt natürlich Schwarz sehr leicht das Endspiel und das hat sich Weiß hier nicht mehr anschauen wollen. Dementsprechend elegante Partie. War es eine hübsche Partie von Schwarz, also gerade die Kombination am Ende. Wenden wir uns mal dem Wunsch Viehberg gegen Engel zu. Genau, das ist das Brett Nummer 1 in U14. Ja, genau. Ist das schon zu Ende? Da wollten wir eigentlich vorhin schon hinspringen, ich weiß es noch nicht, ich guck gerade, nein, also die Partie ist noch am Laufen. Okay, dann schauen wir einfach diese Stellen an. Genau, also wir müssen ja nicht von Alpha an alles angucken. Endspiel sieht ziemlich gut für Schwarz, ja, oder? Ja, ich denke, der Läufer ist natürlich ein bisschen besser, der Bauer ist ein bisschen rückständig. Aber nicht so viele Figuren, dann so Remis schauen. Ah, Turm ist angegriffen. Turm ist angegriffen, gerade, also Schwarz okay, muss jetzt müssen wir dann zuerst aufpassen. Ja. Da kommt vielleicht Springer nach D4, dann das ist gar nicht so dramatisch. Ja? Wenn der nächste Zug kommt, dann. Ja, Schwarz würde natürlich gerne nach E5. Ja, das hatte ich dann schon im Auge, aber noch dazu kommen wir nicht. Ja, wahrscheinlich ist das noch nicht so weit von Ausgleich. Ja? Schwarz steht etwas aktiver trotzdem, ja, oder? Ja, ich denke auch. Ja. Ich frage mich gerade, wo der Turm hingehen sollte, ob vielleicht auf H1 oder auf der A-Linie bleiben sollte. So, sagen wir Turm A4, konservativ. Turm A4, weil spielt Springer D4 und Läufer B7. Ja. Ein bisschen mehr spielt von Schwarz zu erwarten. Ja. Erneut wieder der Plan E5. Springer vielleicht vertreiben. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das sollte das Remi sein, wenn Weiß richtig anstellt. Ja, aber also Weiß muss, denke ich, einige präzise Züge finden, um hier nicht wirklich... Okay, das ist noch Spiel ist möglich, das sagen wir. Carlsen wird kein Remis geben. Carlsen gibt hier sicherlich kein Remis. In dieser Stelle wird noch weiter spielen, ja, dann solche Stellen. Ja, genau. Aber da ist noch so relativ in Ordnung noch die Stellung. Ja, genau. Ja? Noch keine dann angestellt. So, ich werde eher tippen, dass vielleicht Remis, du nimmst Schwarz, oder? Also ich würde persönlich erstmal Schwarz nehmen, ob Schwarz wirklich gewinnen kann, ist eine andere Frage. Aber ja, ich denke, der Schwarze kann hier doch noch ein paar Chancen. Sagen wir, wenn jemand hier einen ernsthaften Gewinn versucht und unternehmen kann, dann das ist Schwarz. Er hat eine klare Strategie mit E5, ja, klare Möglichkeiten, aber ich denke, das ist nicht genug Material. Das wäre meine dann. Meinung. Aber Weiß muss vielleicht noch gut agieren.
Gut, wir sind gespannt, wie das hier weitergeht. Können wir einmal Brett 1 U16 gucken? Ja. Brett 1 U16, ja. Was ist das? Welche Partie? Vogel gegen Kolas. Genau, wir die sind hatten das. Hatten wir vorhin auch schon gehabt, ja. Genau, das war dann dieses Endspiel. Wir sind in dieses Isolani-Endspiel. Und die Zeitkontrolle ist vorbei, ja. Dann, ja. Das war dann Zeitnot, ja, Zeitnot für Schwarz. War ziemlich in Zeitnot, ja. Genau, das hatten wir dann auch. Oh! Und er hat hier auch eine überraschende Entscheidung getroffen. Oh! Hat hier auf D4 gegeben, den Läufer. Hat aber einen konkreten Grund. Hat eine Idee Turm C3 gesehen, womit ein Bauern auf A3 erstmal bedroht und Weiß kann ihn zumindest nicht direkt decken. Das ist schon eine überraschende Entscheidung trotzdem, ja. Besonders in Zeiten. Aber vielleicht nicht schlecht. Ja, ja gut, man muss natürlich konkret überlegen. Ja. Und wenn ein Bauern gewinnen kann, dann mag das vielleicht ja, das macht diesen Läuferabtausch wieder rechtfertigen. Ja. Es kam hier Läufer E2. Gut, Läufer B5 hätte den Bauern genauso wenig gehalten, es kann Turm schlägt A3 nachfolgen. Und jetzt nimmt Schwarz gar nichts, sondern er spielt hier erstmal A6, also er möchte hier weiter aktive Stellung haben. Das kann man nicht so richtig verstehen, warum? Was war dann los? Springer E5 oder was? Möglicherweise hat er Angst vor Springer E5. Ja, wenn man den Bauern behalten möchte, sollte man hier vermutlich Hafen spielen. Ich glaube, König H7, Läufer D3 ist relativ unangenehm für Schwarz. Ja, ja. Und was ist dann, wenn man Turm B3 spielt und den Bauern abgibt? Einfach Turm B3. Jetzt greife ich andere Bauern. Gefährlich wegen Turm C2 und Aktivierung des Turmes? Ja, vielleicht. Könnte auch eine Idee sein. Ja. Auf jeden Fall hat er sich nicht getraut. Er hat sich nicht getraut, den Bauern zu nehmen. Gut, natürlich, wie gesagt, er hatte Zeitnot sehr groß, das ist noch vor dem 40. Zug. Spielt hier A6. Was übrigens behindert Springer E5 gar nicht, weil er könnte das spielen, aber er wollte den Bauern jetzt nicht mehr abgeben. Mhm. Er spielte zuerst Turm D3, Turm C1. Wieder das für Schwarz war mehr um Überleben in Zeitnot, glaube ich. Einfach vernünftig irgendwie zugehen. Mit möglichst wenigen Schaden dann. Ja, aber wie gesagt, also Turm schlägt A3, gewinnt einen Bauern und dann sieht erstmal keine konkrete. Sonst wäre dann die ganze Operation zu verfrüht, ja? Ganz klar. Ja, es macht nur Sinn, wenn wir Bauern schlagen, ja? Okay. Aber okay. Zeitnot, man hat wenig, sieht vielleicht Gespenster, ein oder andere und. Okay, jetzt droht Läufer B5. Was droht Läufer B5? Weiß regiert mit König E1. Mit Idee nach Läufer B5 Turm D2, ja, Turm Schach. Das Zug ist erstmal zu einer Zugwiederholung. Ja, und jetzt sucht Weiß die Möglichkeiten, aber was findet er dann? Er nimmt hier tatsächlich den Bauern auf H6 weg. Ganz interessant, König H7, Springer schlägt F7, Läufer B5. Das ist aktuell die Stellung. Ah, okay. Aber Weiß kann einfach probieren, König zu bewegen. Genau, Weiß muss wahrscheinlich den König ziehen. Springer schlägt G5 funktioniert hier nicht. Vielleicht König E1. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Gewinnversuch ist. Oder ob das nicht auch einfach ein sehr großes schon, Risiko ist. Ich denke schon, das war ein Gewinnversuch, ja. Das, ob es klappt, das müssen wir noch prüfen. Geht nicht. Man muss auf B5 nehmen? Nein, aber dann Läufer schlägt Schach. Ah, das ist die Idee, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ah, okay, deswegen muss Schwarz dieses taktische Motiv ist natürlich mühsam wichtig. Etwas anschalten. Ich glaube, König G7 oder was anzuschalten. Aber dann hat Weiß auch viele Bauern, das könnte man. Okay, das ist jetzt komplizierte Stellung, aber kann man so auf Gewinn spielen, klar, ja, okay, so viele Bauern. Ja, natürlich. Einfach weiter nach vorne. Das ist schon ein Gewinnversuch von Weiß. Ja, jetzt ist natürlich klar. Schwarz kann zwar den A3-Bauern gewinnen, aber in der Zwischenzeit werden die weißen Bauern hier ins Rollen kommen. Ja, das ist sehr gefährlich für Schwarz. Ja, vielleicht war es eine sehr gute Abwicklung für Weiß. Ja. Ich denke, Turm C3 oder Turm A2. Hat er Zeit genommen, dann sonst musste er dann Remis machen und hat er wahrscheinlich einzige Versuch, dann scheinbar funktioniert. Ja. Läufer B5. Gibt es neue Züge oder nach Läufer B5? Ne, ich denke, die Stellung nach König E1 ist weiterhin die Partiestellung. König E1, ah, König E1, König E1 ist, gespielt, ist gekommen. Ja. Ja. Gut, jetzt muss Schwarz jetzt einen Vorschlag machen. Ja.
man sieht nicht. Ja, aber wie du gesagt hast, König G7 scheint König ja G7, ja, aber gut, Blau 7 ist Fortsetzung, aber ja, natürlich diese Bauern, zu viele Bauern, die werden überrollen einfach, ja. Schwarz dauert alles so lange, bis er dann Freibauern bekommt, ja. Um das mal zu zeigen, vielleicht H4 hier, oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Dann drei, der König muss wahrscheinlich nach D2. Ja, und so eine sehr naheliegende dann Fortsetzung. Und jetzt irgendwie dann die Bauern nach vorn oder Springer zuerst aktivieren, wegbringen und dann G5, H5 und so weiter. Das sieht sehr, sehr gut aus für Weiß. Ja, die weißen Bauern sind sehr, sehr schnell sind hier. Zu viel einfach. Und mit H5 zum Schlag B5 springen E6. Ja, aber Schwarz Beispiel muss wahrscheinlich so spielen, einfach Augen schließen und so spielen, weil, ja. Mhm. Und dann abbauen, jetzt optimistisch bleiben. Ja, gut, es sollte Rennen verlieren, weil Weiß ist weiter, aber Weiß könnte sich hier auch überlegen, zum Beispiel mit Springer E6 zu spielen. Genau. Nach König F7 könnte man hier mit Springer D8 zumindest einbauen. Ja, ich muss etwas präzise abwickeln, ja. das gebe ich schon zu. Aber es sieht sehr gut aus für Weiß, ja, richtig. Sieht gut aus für Weiß. Schauen wir, was noch passiert. Und gibt es Ergebnisse? Ansonsten, welche Partien hatten wir denn noch? Wir hatten auch in der U18 die Partie vom führenden Xu Xiangyang. Genau. Hier, was wir gedacht hatten, genug Gegenspiele. Genau, ja, das ja. Hat auch Xi Xianliang angesehen. Er musste dann ansehen. Ich glaube, dass diese Variante hatten wir irgendwie sogar antizipiert. Ja, diese Zugwiederholung hatten wir überlegt. Zugwiederholung, jetzt kommt B4. Jetzt hat Weiß nochmal einen Versuch gestartet, B4. Ja, macht schon G8, aber ganz schnell wieder Remis angeboten. Ja, vielleicht ein bisschen Sorge vor dem Gegenspiel gehabt. Ja, theoretisch könnte man die Stellung natürlich auch weiterspielen. Das bleibt sehr konkret. Ja, es ist die Stellung war noch nicht reif für Remis. Absolut nicht. Ja, könnte man schon spielen. Beispielsweise zum G2. Was hier dann passiert, wer weiß das schon. Ja? Das komplizierte dann Entwicklung. Ja, hier ist alles möglich, ganz klar. Ja. Aber auch Schwarz könnte spielen, aber er war wahrscheinlich ein bisschen durch diese Überanstrengungen in der Eröffnung, ja, war er schon glücklich mit einem Unentschieden dann rauszukommen, weil er stand unter Druck. Aber gut gespielt. Oder? Ich frage mich gerade, was wirklich in der Partie passiert ist, aber hier im Brettfenster sehe ich andere Stellen. Nein, ich wundere mich gerade, bis wohin die Partie quasi gelaufen ist, ob die Weißspieler hier irgendwie Remis gemacht haben oder. Ah, oder B4 oder tatsächlich. Weil meines Erachtens macht es keinen Sinn, B4 Turm G8 Läufer E4 mit Remis-Angebot zu spielen, wenn man hier mit Weiß die Züge wiederholen kann. Das stimmt. Das ist ein wenig überraschend und ich denke, der Xu Xianyang wird hier auch eigentlich mit einem Remis zufrieden sein, einfach von der Turniersituation her. Vielleicht hat er dann hier dann Remis. Vielleicht hat er hier Remis angeboten und das war vielleicht Analyse, die auf dem Brett entstanden ist oder sowas. Er sagte das und er sagt, dann spiele ich das. Genau das mag sein. Ein paar Züge dann, die hat er einfach in Analyse dann. Aber auf jeden Fall Remis ausgegangen und. Ja, wenn läuft C4, läuft D3 gegen die Zugwiederholung, kann Schwarz natürlich nichts machen. Da kann er nichts machen, das ist richtig. Insofern, dann wäre das Remis vielleicht auch korrekt gewesen. Beziehungsweise dann mit enormen Risiken dann verbunden. Ja, auf jeden musst Fall. Du dann Läufe, Weißfelder gegen Läufe tauschen und dann Turm G8 spielen. So ein bisschen aber Risiken, dieses Läuferpaar hatten wir schon erwähnt, mit dem Läuferpaar war Schwarz eigentlich sehr gut bedient. Schwarz war sehr glücklich, dass dieses Läuferpaar hat. Ja. Und die andere ist sehr, sehr spekulativ, klar. Ja. Vielleicht gar nicht korrekt. Ja. Deswegen das. Es gibt Schutz dann für den König, ja, dann D7 fällt unter Kontrolle. Nein, das ist schon eine gute Partie übrigens, ja, dann von beiden. Ja, auf jeden Fall. Beiden, ich denke, es war weit Theorie, was Weiß wusste. Und interessante aber, dann Entwicklung muss man diese analysieren. Diese Reaktion von Schwarz war wirklich sehr hübsch. Ja, sehr cool, sehr dann richtig eingeschätzt, dass ich hier genügend Spiel vorhanden. Definitiv eine gute Partie. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen wollen, also die Partie Jankelewicz-Lampert war ja schon ziemlich geendet. Was war dann Josephine? Was war das? Ah, die Partie von Josephine Heinemann hatten wir noch. Das sah nämlich sehr, sehr gefährlich aus. Die Partie ist in einem Remis geendet. Wenig überraschend. Hier sieht es so aus, als hätte sich Schwarz tatsächlich konsolidiert. Können wir noch kurz zurückkommen? Wir waren ungefähr. Gut, das war dann schwierig für Schwarz. Und sie hat dann schon deinen Plan. Sie hat genau das gemacht, was ich angekündigt habe. Der König muss wegrennen. Ja, und er hat das gerannt. So schnell wie möglich, ja. Ja, ja.
Dame E3. Ich dachte übrigens, dass für Weiß vielleicht wäre besser, dann Springer zu schlagen früher, dann Läufer E4 und auf Springer loszugehen. Aber so meinst du? Ja, ob man dabei die Chance hatte, bin ich jetzt gespannt. Du meinst nach König C7 hier mit Läufer C6 ja, zu reagieren? Einfach um Felder zu bekommen eigentlich für die Dame. Mit BC6 wäre natürlich eine sehr unangenehme Schwäche und das möchte man eigentlich nicht haben. Jetzt bleibt der König weiterhin sehr unsicher, aber auch der weiße König bleibt natürlich weiterhin schwach. Also das ist dann die Faktor, das mir auch ein bisschen Sorgen bereitet. Wir können es ja trotzdem mal austesten. Was hattest du nach König schlägt C6 geplant, Arthur? Ja, geplant habe ich nichts, aber Dame Schach, sagen wir, und dann Turm AF1. Vielleicht sogar König B6? König B6 habe ich Turm AF1 mit der Idee Turm F7. Wenn ich jetzt den Turmtausch anstreben würde, würde ich in einem Spiel mit Minusbauern übrig bleiben. Dann ein Spiel, wo man natürlich gute Remis-Chancen hat. Aber vielleicht habe ich auch was Einfacheres. Sagen wir hier Dame D6. Ja. Ja, das ist dann ein kluger Zug. Vielleicht Turm F6 noch eine Idee? Ja, dann spielst du Turm C6. Es ist aber auch so, dass Weiß alle in dieser Stelle den besser steht, aber die Frage, ob aber man auch gewinnt. Auch hier wieder sehr, sehr schwierig zu gewinnen, ganz klar. Schwierig zu gewinnen, weil Remis Breite im Schach ist noch ziemlich groß. Ja. Schauen wir, was passiert dann in der Partie. Sie hat dann sofort anderes angegriffen. Ja. Hier damit rein, natürlich ja, auch war das nicht unlogisch, aber da kommt Josephine über B6. Verteidigt ziemlich gut. Also ähnliche Idee wie du, nur mit dem Läufer auf C4 statt auf E4, also auch die Türme verdoppelt. Gut, ich wollte dann sofort überrumpeln, aber irgendwie mir ist das nicht gelungen. So wird das auch hier, Melissa, kriegt keine richtigen Vorteile. Ja, sie kriegt keinen klaren Vorteil und jetzt muss sie natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil der schwarze Springer ist jetzt gerade sehr aktiv. Und langfristig, wenn der König von Schwarz in Sicherheit kommt, auf A8 vielleicht, und der Bauer irgendwie ins Rollen kommt. Ja, also das könnte besser sein für Schwarz. In irgendeinem Punkt kann das Ganze auch in die andere Richtung kippen, also Weiß muss hier schon aufpassen. Ich glaube, das war dann sogar Springer bei 3 zu verfrüht, war das, ja. Diese H3, der könnte Josephine vielleicht, wie du sagst, einfach E5 und so weiterspielen, ja, diese Stelle. Ja. Könnte interessant sein. Aber sie wollte wahrscheinlich so eine stabilere Stellung. Ja. Das war dann Springer B3 aus irgendwelchen Gründen. Nicht ja, ganz also Springer B3 ist nicht ganz klar, wieso man diesen guten Springer abtauschen soll jetzt in dieser Stellung. Besonders, weil man kann das auch später machen. Ja, zum ja, ja, das läuft nicht man weg, kann ja. auch mit König A7 anfangen zum Absolut. Beispiel. Und dann schauen wir weiter. Dann, ja, zum so wäre das nicht verkehrt. Ja. Ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt noch die weißen Steine bevorzugen würde. Glaube nicht. Ich denke, Schwarz hat sich so konsolidiert, dass er besser, weil sein König ist jetzt besser geworden. Das hätte ich gerne mit Schwarz auch. Deswegen wollte ich anderes spielen und nicht dann diese Entwicklung zu riskieren. Dann Läufer E4. Ja, absolut. Aber es gab vielleicht andere Lösung, vielleicht bessere Lösung, was wir noch nicht sehen. Das ist definitiv das nicht und Springer B3 gibt wieder ja, das. Ja, Springer B3 gibt die Initiative ein bisschen zurück. Ich denke, jetzt ist es sehr, sehr ausgeglichen, die Stellung. Aber die Züge verstehe ich jetzt nicht, dass Schwarz ernsthaft jetzt zurück König B6 gespielt hätte. Ist das ein bisschen komisch. Ja? Vielleicht übertragen Sie König C7 statt, aber... Vielleicht haben wir etwas falsch dort. Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Die Zugwiederholung ist sehr, sehr überraschend. Sehr, sehr es macht überhaupt keinen Sinn für Schwarze König B6. König B6 kann ich schwer nachvollziehen. Ich kann das gerade auch überhaupt nicht erklären, dieses Zug. Nein, das ist nicht unerklärbar. Klar. Deswegen haben wir ein bisschen Zweifel, ob wir richtig die Züge darstellen. Vielleicht ist die Zugfolge insgesamt auch irgendwie anders gekommen. Ja, genau. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, also die Stellung hat hier natürlich auch schon gewissermaßen Spannung verloren. Das Endspiel sollte sehr gut Remis sein, oder? Ja, also. Ja, das ist dann. Hier ist das mehr nachvollziehbar, aber die Zugfolge ist komisch. Die Zugfolge war komisch. Dass sie hier Remis unterschreiben, geht, denke ich, in Ordnung. Das ist sehr Ordnung. Schwer für beide Seiten, irgendwelche Fortschritte zu erzielen. Und ja, die Josephine hat gewackelt, aber konnte sich letzten Endes doch noch fangen. Hat sehr gut verteidigt, ja. Hat geschickte Verteidigungszüge auch gemacht, auf jeden Fall. Und wenn das stimmt, vielleicht hat sie sogar gute Stellung gekämpft. Möglicherweise stand sie sogar besser, aber ich denke, sie ist einfach
Sie war wahrscheinlich noch ein bisschen erschrocken, dass sie wirklich sehr, sehr kritisch dann zwischenzeitlich. Weil auch Melissa verdient ein großes Kompliment. Natürlich, also am Anfang mutige, hat sie eine fantastische Partie gespielt. Ja, mutiges Spiel. Ja. Nur der Abschluss hat halt ist nicht ganz gelungen, aber wie gesagt, das ist eine gute Partie von beiden, auf jeden Fall. Mhm. Gibt es noch Ergebnisse für uns? Wir hatten noch in der U16 Partien angeguckt. Ja. Da hatten wir die Partie, also Vincent Keimer hatten wir jetzt schon öfters auf dem Brett. Die Partie Vogel gegen Kollas, die hatten wir auch nochmal angeguckt eigentlich. Hier hat sich nicht viel getan. Ich denke, wir sind soweit eigentlich auch mit unserer zweiten Runde durch. Mhm. Und wir sind auch schon 2,5 Stunden am Kommentieren. Es ist eine Freude, wie hier die Zeit vergeht. Ich habe wirklich nicht mitgekriegt, dass schon so viel Zeit vergangen ist. Es macht viel Spaß einfach. Es sehr macht interessante sehr viel Spaß, Runde, sehr interessante Partien. Ja. Ich hoffe, dass auch morgen so weitergeht. Ja, also das Niveau ist sehr hochklassig eigentlich. Also wir haben wirklich gute Partien. Und ja, ich denke, nach 2,5 Stunden haben wir jetzt einen guten Abschluss gefunden. Ich bedanke mich hier sehr herzlich bei dir, Arthur. Du hast wirklich eine tolle Kommentierung heute wieder abgeliefert. Ich bedanke mich bei den Zuschauern zu Hause, bei den Zuschauern hier live im Saal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute.